Ja, hallo zusammen, hallo Rico, guten Hallo Abend Dirk. zu unserem Livestream über die Canon EOS R6. Ich habe sie ja auch schon mal, ich hatte es gerade im Chat schon mal angekündigt, ich habe sie hier angeschlossen, ne, weil ich habe das ja immer ganz gerne, ich zeige den Leuten ja ganz gerne mal, was da so geht und die Menüs habe ich auch schon bereit. Also wer Fragen hat, Feuer frei, alles im Chat, wir gucken das uns an. Ich habe das hier im Blick. Aber erstmal nochmal vielen Dank, Rico, dass du auch die Zeit nimmst. Und wir hatten ja ein kleines Battle, wer sie zuerst hatte. Wir hatten ja dann zeitlich, Genau. hast ja hier in den Heiligen Hallen auch schon. Bei der, genau. Quasi Da warst auf den du Schoß dann gesessen fast. Ja, Fast genau. auf den Schoß gesessen fast bei Ja, dir. aber jetzt ist mehr Platz. Ich habe tatsächlich hier alles umgebaut. Okay. Ein bisschen Farbe an die Wand gebracht, ein bisschen dunkler. Ja. Kurz Hat nach. was, ne? Wenn es ein bisschen dunkler ist. So. Ja, ich finde Ist das ja auch, ne? kuschelig, also. Kontrast und Ne? so. Ich bin da noch nicht so ganz fertig, aber es wird. Ich habe jetzt auch mehr Platz. Macht alles Riesenspaß. Aber ich weiß gar nicht, ich hatte beim Titelschreiben, hatte ich noch überlegt, ich wollte erst nachgucken, aber ist schon wieder über einen Monat her, ne? Wo die Ja. Über einen Monat schon. Ich über einen glaube, du Monat. hast sogar fast deine 6 Mark II ausführlicher schon getestet, als ich meine. Ah, ich weiß das nicht. Könnte Also schon ich was sein. im Vorfeld ein paar Fotos gezeigt. Ich war ja am Samstag schon unterwegs und davor habe ich auch schon ein paar Shootings gehabt tatsächlich. Und ich habe mich auch immer gezwungen, mit der R6 zu fotografieren, beziehungsweise mit der Ja. Mark II, weil man ja auch so seine Erfahrungen sammeln will. Und du hast ja letztens auch ein Update gemacht, ein Update, ja, ein Genau, Update. Firmware-Update. Ja, Update, weil wir hatten ja auch schon in dem Video über unser kleines Battle, hatten wir auch schon drüber gesprochen, die Einschaltzeit von der Die war Canon lang. EOS Ja. R6 Mark Ich habe II es ja war gezeigt bei mir im Video. recht. Im Gegensatz zu R, die ja eigentlich 2 Jahre älter ist, 2 Jahre, fast drei, ne? Fast Ja, 3 Jahre älter. ich glaube, da kommst du nicht mit hin. Nee, Ich ne? weiß das Also nicht. meine R ist in ein bisschen über einer Sekunde, war die an. Ne? Ich habe sie hier beide Ja. liegen, die R, eine Sekunde. Und dann Ja. habe ich es ja gezeigt im Video. Und die R6 Mark II, drei, bisschen über 3 Sekunden. Ne? Also es ist deutlich. Wenn du sie anmachst, hast du tatsächlich so gedacht, oh. Oh, Deckung. Genau, ist uns ja gleich aufgefallen den Abend noch, ne, wie wir uns beide Kameras angeguckt haben. Hast du auch gleich zu mir gesagt, also findest du nicht auch, das dauert ein bisschen lange? Ja, Und also tatsächlich. toll. Aber mit dem neuen Software-Update, ihr Ja, Lieben, ich jetzt kann es nicht. euch sagen, das ist, du schaltest ein und es ist da. Also unter einer Sekunde, also wirklich erheblich. Ich weiß ja Also. nicht, sie haben irgendwas soll es mit dem Bluetooth ja an sich gehabt haben, obwohl ich das auch nicht so ganz nachvollziehen kann. Ich auch schon. Zumal, jetzt bist du auf der Kamera. Ja, Ja, warte. mach's mal, schalt's mal ein. Dann können wir Ich mal gucken, wie schnell das geht. mal gucken jetzt. Ich glaube, das sieht man. Zack, an. Aber doch nicht. Das Ja, ist, weil du sie siehst verbunden hast ja, jetzt. du. Deswegen ist dein Display aus. Aber pass auf, wir zeigen das mal Warte, dem warte, Nachbarn. warte. Der Klassiker, Ja. HDMI-Ausgabe. Warte, ich Pass mach auf, noch guck mal mal hier. Anfängerfehler. Aus. Warte, An. zack. Naja, also ihr Achso, seht. pass auf, ich muss mein Display ausklappen, dann geht es natürlich Ja, auch. einmal mit Profis Okay. ab. Einmal Also, pass mit auf hier. Profis arbeiten, läuft schon gut, Zack, ja. an ist er. Also, das ist eine Sekunde. Darunter würde ich fast sagen. Ja, und da Also, es passt hat auch. wirklich was gebracht, das zu machen. Und das lohnt sich auf jeden Fall auch ja permanent. Ne? Wenn was Neues rauskommt, hat ja einen Grund. Habe ich ja in meinem Video auch gesagt. Wir sind ja alle so ein bisschen als Konsumenten ja auch ein bisschen Versuchskaninchen. Ne? Die Leider. haben eben nicht, dafür kommt zu schnell zu viel neue Technik, dass Ja, das leider, alles leider 100% ist das ausgereift so. sein kann. Man denkt dann eigentlich, bei solchen Sachen sollte das ja auch, Bluetooth werden die ja wahrscheinlich jetzt nicht neu erfunden haben für ihre Kameras, aber irgendwo haben sie dann irgendwo wahrscheinlich ein neues Protokoll oder Hardware verbaut und dann Also backt die man auch. Erklärung war für mich auch nicht so richtig griffig, dass sie gesagt haben, es liegt am Bluetooth, weil wenn ich die Kamera einschalte, ne, dann ist ja nicht meine erste Funktion, dass ich das Handy damit koppel. Ne? Also vielleicht haben sie es jetzt auch einfach nur deaktiviert, dass jetzt wirklich tatsächlich nur die Kamera anspringt und das außen vor gelassen ist und so wie das System hochgefahren ist, kommt ja das Bluetooth irgendwie zum Einsatz. Ja, Ja. keine Ahnung, aber die holt sich natürlich auch die GPS-Daten über Bluetooth und alles. Ne? Also Ja, Bluetooth ist ja ja. schon nicht unwichtig, Ja. aber also ist auf jeden Fall hier der Udo der Sievers, der schreibt ja auch, ich blende es mal eben ein, geht auch ohne Update schön Ja. an. Das, ja, und er Klar, schreibt auch Flugmodus, im wenn du alles Flugmodus, ausgeschaltet hast. Ja. dann hat er halt Ja. sein
Bluetooth aus und dann funktioniert es. Ich habe es nachher noch vorher geprüft, bevor ich das Update drauf hatte. Tatsächlich Bluetooth aus, dann war sie auch schnell an. Aber damals, wo wir sie die ersten Stunden in der Hand hatten, wo wir sie geholt haben den Tag, da war es lang. Ja. Also, nee, da kommst du ja auch nicht drauf, ne? Ist ja sonst auch nicht so. Ja. Wie ist denn sonst so deine Erfahrung? Was hast du mittlerweile damit fotografiert? Wir haben uns ja einen Welpen neuen geholt im letzten Jahr noch, irgendwie so ganz kurzfristig. Und genau, ich habe natürlich jetzt viel vor allem Welpen fotografiert, ne? Ja. Mit allen möglichen Objektiven. Ich hatte ja jetzt auch noch zum Testen das, ich war ja ein bisschen verlorfen, oder bin es ja, das 135 habe ich ja aktuell noch zum Testen. Morgen muss ich es leider zu Canon zurückschicken. Ich hatte heute mein Video dazu rausgebracht. Und das ist schon, also im Zusammenhang, 40 Bilder die Sekunde. Die Tiererkennung, ne? Also das ist ja, haben wir auch schon drüber gesprochen, du machst jetzt Fotos, du hältst drauf, 40 Bilder die Sekunde. Erstmal ist das genial, weil es sind ja mehr Bilder, als du eigentlich für ein Video bräuchtest, ne? Wenn du die Speicherkarte durchguckst, ist quasi wie ein Video, was du abspielst. Ja. Und ich muss sagen, also 99%, auch bei gerade so einem quirligen Welpen, deswegen, das 135er ist ja jetzt so ein Porträtobjektiv eigentlich, ne? Neben 85 ist der 135, das EEF war ja auch so ein Klassiker. Habe ich gedacht, okay, Porträt, klar, hält still, nimmst du irgendwas, was nicht still hält. Mal gucken, wie ist da der Autofokus, ne? Ey, und das macht einfach nur Spaß. Ja, die Kombination mit den RF-Linsen ist da irgendwo, ne? Ich hatte, und dann 40 Bilder die Sekunde, ich hatte ja, du hast gesehen, ich kann die Bilder jetzt hier noch nicht so zeigen, die sind noch nicht freigegeben, aber... Vom Karneval, von so einer Garde war ich Begleitung, und wenn die da auf der Bühne sitzen, stehen und tanzen, ist natürlich auch immer der eine Moment wichtig, und da hält man einfach drauf. 40 Bilder sind 40 Bilder. Was du allerdings haben musst, ist einfach eine schnelle Speicherkarte. Das ist richtig. Also ich habe jetzt beide Slots mit einer 300 Mbit-Karte. Also die kann, glaube ich, 280. Ich zeige euch die mal. Ich habe die auf dem Schreibtisch. Ja, bin ich da. Ich habe im Moment diese hier, weil vom Preis her kannst du die anderen nicht bezahlen, im Moment Sandisk und so. Das ist der Rico weg verschwunden. Und hatte vorher die von Kingston. Ich weiß nicht, kennst du die, Rico? Hörst du mich überhaupt? Gute Vorbereitung ist alles. Bist jetzt auch weg? Ja, das sind wir beide weg. Das ist praktisch. Ich dachte, das fährt ja beide weg. Ja. Nee, alles gut. Und zwar habe ich die von Lexa. Ich habe die goldene. Die hat jetzt eine Lesegeschwindigkeit von 300 Mbit. Genau, das ist die silberne. Die hat 250, glaube ich, ne? Ja, genau. Genau, die hier hat, geht meine auch scharf? Nee. Also mich filmt gerade, nee, mich filmt die RP, ist auch eine Katastrophe. Aber da gibt es zwei verschiedene, die kosten natürlich ein bisschen was, ne? Also die 300er, da kostet die 128, ich glaube 150 Euro. Ja, die hatte ich früher von Kings. Aber du brauchst sie, weil ansonsten, ihr müsst euch das mal hochrechnen, was hat die RAW-Datei an, ich glaube 30 Mbit? 27 oder sowas, ja. Knappe 30 Mbit. Jetzt machst du 40 Bilder die Sekunde. Dann kannst du dir vorstellen, wie lange das nachher auch nach hinten raus dauert, wenn du eben eine lahmarschige Speicherkarte hast. Ne? Irgendwann ist ja der interne Puffer auch voll. Ja, erstmal das. Und ich finde auch, das muss man sich für seinen Workflow auch ein bisschen überlegen, wann man das einschaltet. Ja. Weil ich bin also es ist nicht immer sinnvoll, Dauerfeuer zu machen. Ne? Ja, ich hatte auch nachher zum Aussuchen. Haben mich auch viele gefragt, kann man das runterstufen? Ja, es gibt drei Stufen. Vier. Ja, und genau das fehlt dann über das Bild. Ja, genau. Dazwischen, genau. Also du kannst ja das H-Plus nehmen. Ja, warte. Das ist dann das Ganze. Genau, zeig's mal. Zack. Also man ist da nicht gezwungen. Du kannst es natürlich einschalten und dann kannst du über dieses Quick-Menü, was Dirk jetzt ja auch macht, das läuft ja jetzt alles über so ein Quick-Menü, kannst du dann entsprechend das anpassen. Ne? Je nach Situation kannst du ihm sagen, hey. Oh, warte, jetzt, wo sind wir hier? Mach mal an und geh mal ins Quick-Menü. Da sehen wir es, glaube ich, am besten. Warte. Da. Da haben wir es, hier. Genau. Da war im normalen Menü, den normalen Einzelschuss, H+. Genau. Da sind 40 Bilder, genau. Und dann ist es noch zweimal. Also wir haben vier Einstellungen für die Bildserienfolge, wie schnell das Ganze geht. Ne? Und da sollte man tatsächlich wirklich, also wenn du jetzt nicht unbedingt, beim Hund habe ich es gemacht, 40 Bilder in der Sekunde, du machst dir nur mehr Arbeit damit wie alles andere, weil im Endeffekt musst du die auch aussortieren.
Gerade ich bin jetzt, wenn ich dann von so einem Shooting wie am Wochenende, ich war jetzt bei mehreren Terminen, bin ich mit so einer Karnevalsgarde, viele Leute jetzt den Karneval, ja, hier im Rheinland ist das natürlich Thema, mitgefahren und hatte nachher 1.000 Bilder drauf. Ne? Das ist schon Das ist Wahnsinn. ja noch wenig. Du warst ja Ja, sparsam. aber wirklich mit Nuancen nur, ne? Aber Ja. ist tatsächlich nachher nur mit Fotomechanik oder so die Auswahl zu Aber finden. Augen-AF, ist das genial geworden? Du Ist musst dir genial. keine, du musst dir quasi im Grunde nur noch Gedanken drüber machen, wie viel Schärfentiefe möchte ich haben. Richtig, ich habe hier, ich kann es ja auch mal zeigen, ich habe es ja hier angeschlossen hier. Ich habe hier meistens hier halt auf AV stehen, setze mir nur noch die Blende auf den Wert, den ich haben muss. ISO, ich habe hier wieder Eigentlich gesagt, fast egal. 25.600, egal. Ja. Die sind also wirklich, ja. Man hat teilweise in den dunklen Bereichen natürlich ein Rauschen, aber ich hatte dir auch Ja. gesagt, mit dem DxO Pure Raw 2, wenn man es dann wirklich drauf anlegt, kriegt man selbst das Habe ich mir raus. jetzt mal runtergezogen, werde ich mal ein Video zu machen. Finde ich interessant. Das ist Von, wirklich gut. Da ja. kann man einiges machen. Ich gucke mal, dass ich mal eben ein, zwei Bilder vielleicht doch zeigen kann. Ich kann aber zwischendurch was zum Bildrauschen sagen. Viele haben ja eine falsche Vorstellung vom Bildrauschen. Mich haben auch einige gefragt, habe ich denn jetzt kein Bildrauschen mehr? Du wirst jede Kamera, egal, auch egal welchem Preissegment, hat Bildrauschen. Das könnt ihr gar nicht vermeiden bei so einem Sensor. Und ja, wenn du die Milchstraße fotografierst und machst ein ISO 1600 oder ISO 3200, dann wirst du auf deinem Bild nachher ein Bildrauschen haben. Das musst du nachbearbeiten. Es ist natürlich weniger und vor allem hast du weniger, finde ich, Farbrauschen drinne im Ja, Bild. ich finde das Rauschen der Canon EOS R6 Mark II nicht so störend dominant. Ne? Das ist jetzt Genau. nicht grün, Richtig. magenta, grisselig. Das meine ich, ganz genau. Das ist Wie, weniger wie, dieses Farbrauschen, was da drin ist. Genau. Und genau. alles andere kannst du gut nacharbeiten. Aber du wirst aktuell mit keiner Kamera eine Milchstraße zum Beispiel fotografieren. Ich habe jetzt nur, das ist knalle schwarz und ich habe nur die Sterne drin, weil das technisch gar nicht möglich ist. Ist halt einfach so. So, ich gucke hier mal eben nach einem hohen ISO-Wert, dass ich etwas finde, was ich auch zeigen kann. Was ich noch nicht bearbeitet habe. Der Kollege, der hat da bestimmt nichts gegen, der Steffen. Da können wir hier mal. Ich zeige Ein, euch hier mal mein ein, ein, zwei, Bild. ein, zwei Bilder, wo er sich übergeben hat, nachher auf der Toilette, das sieht okay So, aber aus. ihr seht hier, das ist jetzt auf 100% bei 25.600. Und das ist dann die 1 zu 1 Größe. Und da sieht man schon, also das ist stockefinster. Ne? Also man hat die Hand vor Augen nicht gesehen. Der hat Augen sofort erkannt und der hat ja, dieses Bildrauschen. Das habe ich dir nachher bearbeitet gezeigt. Ne? Ja. Also das ist dann gut noch Es ist so wegbearbeitbar. gut wie weg. Ja. Und das bei dem hohen ISO-Wert, das musst du ja mal bedenken. Ja, Überleg mal, die. 25.600 reden wir von. Also, Ne? wenn das so dunkel ist, da findet die RP nicht mal das Auge. Nein, das ist, No way. also ich mache ja viel Eventfotografie und ich lasse meinen Blitz immer zu Hause oder in der Tasche. Und die fragen ja immer, wie kann man denn dann so fotografieren im Dunkeln, bla bla bla. Aber die Bilder, das ist kein Problem. Also ist wirklich kein. Also 25.600, auch bei jetzt, bei schnellen Bewegungen, man kriegt in großen Sälen und Veranstaltungen sowieso nicht den Blitz dahin, wo man haben muss. Ne? Der verpufft. Bühnen sind meistens gut beleuchtet, da hat man nicht das Problem. Und wenn man dann so in der dunklen Raucherecke steht, wo das Bild da gerade entstanden ist, ist es aber auch kein Problem mit 25.600 da, das Bild noch einigermaßen vernünftig zu kriegen. Und wir haben jetzt ja den Vorteil, wir haben jetzt mittlerweile ja auch 24 Megapixel, ne? Was das auch, ich finde immer, wenn man jetzt mehr Pixel pro Fläche hat, also das Bild größer ist und Dann brauchst du nachher schneller. für Facebook oder was auch immer nachher runterschiebt, ne, dann verschwindet das Rauschen nachher sowieso. Ne? Also, Ja. naja, das ist immer Pixelpieperei und in der Praxis ist das eigentlich gar nicht so das Problem. Ne? Also von daher bin ich da schon mal sehr zufrieden mit. Ja. Ja, da haben wir noch eine Frage zum Thema Robert, Reinhard Google. gefragt. Ich habe beides probiert. Das ist beim Hundeshooting ist es tatsächlich so, da brauchst du es im Grunde ja eigentlich nicht, weil ich habe tatsächlich auch ich habe meinen Hund laufen lassen, kam dann zurück, zum Glück hört er ja auch schon so ein bisschen. Und dann kannst du im Groben die Kamera in die Richtung halten, weil den Rest macht tatsächlich der AF.
Das Raw Burst ist natürlich ein Vorteil, dass du sagen kannst, okay, pass auf, ich habe jetzt eine bestimmte Szene, der Hund kommt auf mich zu und natürlich hast du Ausschuss bei diesen Bildern, wenn ich das mache, aber das liegt einfach nicht daran, dass der Hund nicht scharf ist, sondern tatsächlich hast du Probleme, wenn der Hund auf dich zurennt, gerade ich hatte ja einiges mit, oder das meiste ja mit dem 135 fotografiert, den Hund entsprechend im Bild zu positionieren, ja, das ist ja da die größte Herausforderung. Und dann macht es natürlich Sinn, um sich eben die Speicherkarte, den Speicher, den Puffer eben nicht unendlich vollzuhauen, dass du dieses Raw Burst nimmst. Weil du packst dir ja quasi mit dem Raw Burst, du kannst ja die gleiche Serienauslösung, du kannst 40 Bilder in der Sekunde nehmen. Und dann, wenn du damit fertig bist, ne, das durch hast, je nachdem, mein Hund ist natürlich auch nicht so geduldig noch nicht mit 4 Monaten, dann guckst du dir das an, sortierst dir ja, sag ich mal, 3, 4 deiner Fotos, wo du sagst, das ist es, da ist der Hund genau in der Position, in dem ich es gehabt hätte. Und die speicherst du dir nur ab. Und den Rest löscht du. Oder lass ihn drauf. Weil der Speicherbedarf an dieser RAW-Burst-Datei ist ja wie im Grunde wie eine ZIP-Datei, die er da packt. Die kannst du auch nicht exportieren. Ne? Also Canon sagte ja, sie wissen nicht, ob Lightroom vielleicht irgendwie da mal nachzieht, dass sie diese intern gepackte Datei entpacken können. Ich aktuell weiß noch nicht, wie es wirklich funktioniert. Ob sie da tatsächlich nur wie so eine Videokomprimierung drüber machen und dann nur die Veränderung dann speichern oder so, weil ist ja auch schon da ziehen, ne? Das ist schon. Ja, aber reicht ja noch nicht bei 6K. Ja. Sie kann ja 6K. Theoretisch, wenn du ein Standbild rausnimmst, ne, 4K sind 12 Megapixel, müsstest ja 8K müsstest du ja dann aufnehmen. Also ich glaube schon, sie packt irgendwie eine Datei, aber das wird schon komprimiert sein und dann kannst du dir in diesem Raw Burst Modus guckst du ja das nachträglich an und dann sortierst du das ja aus und sagst, okay, pass auf, zack, das will ich und das kannst du ja dann als nur als Raw oder Raw und JPEG. Nur JPEG macht natürlich aus meiner Sicht keinen Sinn. Ja. Aber das ist schon eine coole Geschichte, damit die Speicherkarte nicht so schnell voll. Ja, ich habe ja das erste Mal da Berührungspunkte mit der Canon EOS R10. Der ist ja auch gerade im Chat unterwegs, auch bald kriegt. Also ich finde das auch ein super Feature. Ne? Das ist wirklich auch mal wieder innovativ weitergedacht, um da solche Sachen wie gerade Tieraufnahmen oder andere sportliche Sachen oder so da irgendwo hinziehen zu können. Ne? Also von daher. Weil du hast ja doch mal Shots, wo du diese 40 Bilder machst, die entwickelst du aber nicht, weil es Quatsch ist. Du hast in diesen 40, wenn du das richtig positioniert hast, auch im Bild und so, es bleibt ja trotzdem nicht übrig, dass auch das Objekt ja richtig positioniert sein muss. Da sortierst du ja trotzdem massenhaft aus. Ja, wichtig ist nur, dass jede Möglichkeit gegeben ist und das ist dieser Nachführ-AF, ne? Das ist ja echt ein Träumchen. Ne? Ja. Also, und Nachführ-AF, während er die 40 Bilder macht, das darfst du ja nicht vergessen. Das ist ja, ich habe versucht mit der R ja auch meinen Hund schon zu fotografieren. Das sind so, da musst du echt viel tricksen. Ich habe ja mal auch entsprechend dann so Shootings, so Hundeshootings auch angeboten. Und dann kommen ja tatsächlich auch Leute, die wirklich eine alte Kamera haben, die das alles nicht hat. Und die kommen eben mit der Vorstellung zu dir auf dem Workshop und sagen, ja, zeig mir doch mal, wie ich jetzt mit meiner Kamera, dann kommen sie mit so einem Hundehund, mit so einem Hundebuch, weißt du, wo die perfekten Fotos drin sind, wo du so denkst, ja klar. Genau, Leute, da haben die vielleicht 200 Bilder für gemacht und haben das jetzt genommen, weil das war scharf. Und da musst du halt tricksen. Ne, da musst du dann eben manuell zum Beispiel, der Hund springt über den Baumstamm, ist ja unser Klassiker, das möchten ja viele Hundebesitzer. Ja. Dann fokussierst du auf den Baumstamm, nimmst die schnellste Serienauslösung, die du hast und lässt deinen Hund da ein paar Mal drüber springen. Und dann ist auch was dabei. Anders geht es nicht, wenn du keinen Fokus entsprechend darauf hast, der das kann. Und hier ist es ja, wir haben ja wirklich einen Nachführautofokus bei 40 Bildern. Der zieht permanent nach. Und dadurch sind sie auch scharf. Und auch, aber ich habe ja den Labi, der ist jetzt auch 15 Monate alt und der gibt ja auch richtig Gas mittlerweile. Wenn der jetzt auf dem Hundeplatz mal ein bisschen Speed hat, auch wenn der auch einen zurennt. Ne? Also ich habe das mal mit dem 100-500er gemacht. Also da hat man ja auch Meter vor sich. Ne? Und der macht ja dann auch Meter. Aber trotzdem, der Fokus, der kommt einfach hinterher und der zieht nach. Ja. Ne? Also überhaupt gar kein Thema. Auch bei dem, auch bei der Farbe, ne? Bei dem Labi. Genau. Der ist ja brauner, ne? Braun auf Braun. Braun. Braun, also braune Augen. Festgenagelt, das ist überhaupt gar kein Problem. Und ich habe sie gerade auch schon mal eingeblendet, auch eine Neuerung bei der R6 Mark II. Wir haben wieder diesen AI-Fokus drin. Genau. Hast du da schon mal Erfahrung mit gesammelt? Oder nee, bist du gar da? Nicht. Ich auch noch nicht. Nee. Ich finde immer, viele haben es ja gefeiert, dass es jetzt drin ist. Da können ja auch ein paar Leute hier im Chat mal sagen, wie ihre Meinung dazu ist. Ja, ich habe es nicht vermisst irgendwo. Passt jetzt nicht zu meiner Arbeitsweise. Es soll ja so ein Zwischending zwischen beiden sein und automatisch wählen, was gerade sinnvoll ist. Ne? Also von daher. Ich mache, in der Regel habe ich das auf dem Servo.
Ja, ich auch. Fertig. Ich Ja, glaube, er fokussiert permanent nach und ich muss das auch da, ich will das auch da haben. Ich habe mich das erste Mal, wie ich in der Landschaftsfotografie damit unterwegs bin, habe ich gesagt, da musst du erstmal umdenken, weil du musst ja alle Helferlein ausschalten in der Landschaftsfotografie. Du musst jegliche Fokusunterstützung, und da hilft es nicht, wenn du nur auf manuellen Fokus machst, sondern die Kamera, ja, die guckt dann trotzdem mit den Feldern, ja, wo könnte das denn sein? So, ne? Also du musst dann tatsächlich wirklich alles ausschalten. Und da habe ich mir gedacht, wieso springt, du haust den Fokus da, wieso springt der jetzt woanders hin? Oder du denkst, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, musst du halt ein bisschen umdenken. Ne? Aber wenn du es brauchst, das habe ich zu Dirk ja schon gesagt, weil viele haben ja gefragt, ja, lohnt jetzt der Umstieg von, auch von R6, das kannst du ja selber mal erzählen, du hattest ja die R6. Und viele haben jetzt gefragt, ja, du hast doch die R, lohnt sich jetzt der Umstieg? Grundlegend, wenn ich jetzt das, was ich im Kern mache, aktuell, ich mache jetzt Landschaftsfotografie, dann hätte ich mir die R6 Mark II nicht kaufen müssen. Dann kannst du auch die R nehmen, weil da Danke. kannst auch mit einer 600D unterwegs sein. Du brauchst du nicht. Ne? Aber wenn du eben Sachen darüber hinaus machen willst, du machst mal ein Porträtshooting, du machst mal, wie du schon sagst, Veranstaltungen, du machst mal, das reicht schon, wenn du Familie hast. Familie, Hund, du möchtest Sachen, die sich ein bisschen schneller bewegen, dann ist das definitiv ein Upgrade. Das wird dir, da klatscht du in die Hände, weil das tatsächlich so ein Sprung nach vorne ist. Ich sage, wenn du nur vergleichst, fotografier mal einen Hund mit der R, gleiches Objektiv mit der R und der R6 Mark II. Es ist ein, Da es legst du die ist R weg und gehst in die andere Richtung. wir reden ja auch von Fokus, der glaube ich auch von der R3 gekommen ist jetzt und von Richtig, Fokus. ganz genau, Also ja. wir haben hier noch mal eine Schippe draufgelegt, wo wir ja alle gesagt haben, R5, R6, die sind jetzt aufgeschlossen zu Sony. Das ist jetzt alles auf einem Niveau, wo man sagt, das ist top und kann man mitarbeiten. Aber die haben noch mal das von der R3 da draufgepackt, was ja. Wobei ich jetzt auch sage, ja, ein Flugzeugcockpit zu erkennen und scharf Aber gestellt. du, für die, aber ja, aber für die Spotter, ich bin ja auch teilweise mit Spotten unterwegs, ne? Wenn ich mal mit meiner Frau irgendwo bin, dann spotten wir auch mal gerne. Bei uns in Lage Eurofighter, das will ich auf jeden Fall noch probieren, auch Also in beim Eurofighter Kombination wäre das wirklich mit dem interessant. 100-600. Und wenn du, gerade wenn es ja schnell ist, musst du eine Offenblende nehmen. Und wenn das nicht passt, ne, wenn der Fokus, der sitzt, das macht viel aus. Wenn der Fokus zum Beispiel auf der Tragfläche außen sitzt, ne, oder auf so einem Zusatztank und nicht am Cockpit, ärgerst du dich, weil du hast das nicht scharf dann. Ja, das sind halt auch die Sachen, wo ich gerade drauf hinaus wollte. Das ist, ne, es gibt halt dann doch noch wieder Spezialfälle, der erkennt ja auch Züge jetzt und solche Geschichten. Ne. Das ist ja, wo man sich, wenn man in der einen Sache unterwegs ist und so nicht die Gedanken zu macht, aber das Gesamtpaket wird jetzt noch mal größer, was es alles kann und man kann vielseitig halt alle möglichen Sachen jetzt abdecken, von Tierfotografie, Eventfotografie, weil Genau, mit der auch gleichen Kamera. Performance hat oder der Fokus, der ist da wirklich. Ich weiß nicht, was sie noch machen wollen, tatsächlich. Aber auch wenn man jetzt irgendwelche Gruppenfotos macht, ne, also war man froh, ach, man kann das Gesicht auswählen. Heute kann man das Auge auswählen. Also das Welches du, also links oder rechts, du kannst ja eine Vorauswahl treffen und du kannst ja dann noch dich entscheiden, ob du doch vielleicht lieber das andere haben willst. ja, also Und so wie selbst man da bei der Messung ist es ja schon so, dass es auch, dass er auch das Auge nimmt, was weiter vorne ist. Ne? Wenn er jetzt ein schwieriges Porträt hat, so, und es ist schon. Ja, auch wenn man es dann einmal festnagelt, ne, dann kann die Person sich auch umdrehen und alles. Also alles Also springt ja vom Auge auf den Kopf, auf den Körper ja, und wieder genau. zurück. Ne? Das ist ja die Abstufung. Und das ist schon. Das Fokussystem ist meiner Meinung nach tatsächlich wirklich nochmal ein ganzer Schlag hat sich daran getan. Ich bin ja schon gespannt. Ich habe es Dirk ja vorhin schon erzählt. Also ich kann mich ja nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich weiß ja noch nichts. Ich habe am Montag einen Call mit Canon. Ja, es soll was ganz furchtbar interessant Neues kommen. Ich musste heute eine Verschwiegenheitserklärung Erklärung unterschreiben, dass ich keinem was erzählen darf, was dann am Montag dort besprochen wird. Es scheint ja wieder irgendwas super Geheimes bei Canon zu geben. Wir haben auch schon gerätselt, Dirk und ich. Was kommt jetzt denn wieder? Was haben Sie jetzt? Wir waren. Rumors kann man ja mal gucken. Da sind angeblich nur Objektive in der Pipeline. Ja, also was Aber ja viele gemutmaßt haben, ist ja die R5, R5 Mark II. Dann wechselt es zu Sony. ja, also das wäre jetzt wirklich so. Aber Dirk hat ja auch die R5, ne, damit alle auch wissen, worum es überhaupt geht. Dirk hat ja die R6 Mark II und die R5. ja, also Backup Genau. kann man haben und ja. Das Problem ist jetzt, können wir aber gleich noch drauf, also eigentlich wäre Zeit für eine Mark II, weil die Töpfe sind ja so unterschiedlich, aber das zeige ich euch noch. Ich wollte aber noch mal eben ganz kurz auf den AV-Modus hier ins Menü. Kennt ihr ja von meinem Kanal, ich erkläre euch alle Menüpunkte, das wird hier natürlich auch noch kommen. Und hier seht ihr auch,
Hier, ah, warte, ich mache mal eben die Banner aus, die Werbung hier. Moment. So, seht ihr hier, Rechts-Links-Augenerkennung kann man tatsächlich reinstellen, welches Auge man automatisch immer das rechte, linke oder das automatisch einstellen will. Weil automatisch guckt er immer, welches ist näher am Ja, Fokus dann, dran. also man muss sich Genau. überlegen, wo wir heute sind, ne? Dass man in ein Kameramenü einstellen kann, welches der Augen in Echtzeit erkannt werden soll und scharf gestellt werden soll. Also, also ich finde das schon Und du darfst ja grandios. auch nicht vergessen, wenn du zwei Personen hast, markiert er dir ja die nebenstehende Person auch. Du kannst ja Ja, und du dann mit kannst dem dann wählen. Cursor Ne? rüberspringen, ne, auf die Person. Gerade so Gruppenfotos und so, da ist also, man muss halt nur noch gucken, wie weit mache ich die Blende auf, damit die Tiefenschärfe passt. Und der Rest, der passt dann meiner Meinung nach schon relativ gut. Es ist schon einfach geworden, oder? Zu fotografieren. Also wir, also gerade so, ich finde es sehr schön, dass man dann wieder so Richtung Perspektive, Komposition, ein bisschen, ja, man muss sich mit der Kamera echt nicht mehr beschäftigen. Und von der R6 zur Mark II, also R6 Mark II, ist ja auch eine super Weiterentwicklung. Ist jetzt nicht das Rad komplett neu erfunden, da müssen wir auch die Kirche im Dorf lassen. Ne? Was Das, würdest aber. du, entschuldige, dass ich unterbreche, was würdest du sagen? Viele haben mich gefragt, lohnt sich das Update von der R6 zur R6 Mark II? Sag mal aus deinen, mit ein paar kurzen Worten, was du denkst, lohnt sich das? Du hast es ja gemacht, das Update. Lohnt sich's und warum lohnt sich's? Also, lohnt sich das oder nicht? Also, wenn man wechseln will, muss man natürlich aufpassen, dass man die andere abstößt, solange man da noch was für kriegt. Das ist natürlich gerade jetzt in so einem Umstiegsmoment, sind die Wiederverkaufswerte für die R6 noch gut. Ich weiß nicht, wie preisstabil die ist. Das war so mein erster Gedanke. Auf der anderen Seite, ich war ja immer so ein Verfechter, wo ich gesagt habe, die 20 Megapixel reichen, tun sie auch. Aber das Reinkroppen ist dann doch auch schon wieder, habe ich jetzt Begrenzt. auch gemerkt, bei dem, was ich bis jetzt gemacht habe, es ist ein bisschen mehr. Habe ich nicht vermisst, ist schöner, wenn ich ihn jetzt wieder habe. Der Unterschied zur R5 und R6 Mark II, das sind so ein paar Megapixel, aber beim Croppen und so merkt man das jetzt nicht so dolle. Der Autofokus ist klassenbesser, wirklich richtig, richtig gut nochmal. Die Geschwindigkeit, ich habe den Raw Burst, habe ich ja gerade gesagt, hatte ich ja nicht mit der R6 und der R5, habe ich mit der R10, die mir kennen ja auch für den Test mal zur Verfügung gestellt habe, hatte ich den mal. Ist ein super Feature, finde ich klasse. Bin ich froh, dass ich ihn jetzt bei der R6 Mark II auch habe. Das wird dafür sorgen, dass ich öfter, wenn ich Tiere fotografiere, ja, ich hatte schon mal einen Sie auch mal anderen. zeigen kann. Nee, ist auch mal, hatte ich vorher darüber gesprochen. Früher war die Idee R5, Backup R6. Und das hat sich rauskristallisiert bei mir nach und nach, dass die R6 eine andere Kamera für einen anderen Einsatzzweck war gegenüber der R5. Und das ist jetzt noch mal deutlicher. Die R6 ist halt eher so die Sport- und Tierfotografie-Kamera. Und auch Lowlight, wo ich tatsächlich auch Sorge hatte, dass es das dann nicht mehr ist, durch die mehr Pixel, dass dann die ISO-Festigkeit drunter leidet. Aber das ist schon auch auf einem guten, hohen Niveau geblieben. Also da sehe ich, ich glaube, da gab es ja dieses Photons to bla bla bla, diese Internetseite kann ich gleich unter dem Video mal verlinken. Ich glaube, die haben da schon ISO und Dynamikumfang haben die schon getestet, wobei hatte ich nie richtig Probleme. Das ist auf dem Niveau geblieben, Gott sei Dank, weil ist ja immer die Frage, wenn man dann die neue Generation hat jetzt mehr Features, das war jetzt auch relativ schnell, bis der Wechsel kam, lassen die da irgendwas hinten rüberfallen, um dann hier die 24 Megapixel jetzt endlich zu bringen. Ne? Also da hatte ich ein bisschen Sorge. Aber toi, toi, toi hat sich bis jetzt alles nicht bewahrheitet und Raw Burst ist tatsächlich super und ja, 40 Bilder die Sekunde ist auch super, ohne Frage. Und wo wir gar nicht drüber gesprochen haben, was jetzt auch wo bei uns natürlich jetzt nicht unbedingt immer das Thema ist, Videografie. Ne? Also Ja, mega. wir haben jetzt 6K, wir haben extern am Rekorder ausgehbar in 10-Bit, glaube ich, Sechs. auch, ne? 422. Ja, also die Ja. 6K kannst du in der externen, auf dem, zum Am Beispiel auf dem externen Handy, auf der externen Rekorder, Platte. ne? Dann Genau. parallele Aufzeichnung auf beiden SD-Karten. Genau. Als Backup, Auch das ist wichtig. schon Ne, mega. gerade wenn man da, ich bin ja auch so, mach mal ein paar Politiker-Statements und so, denen braucht man jetzt nicht sagen, hast du gut gemacht.
endlich Slow Motion. Aber wir machen das, weil die Kamera nicht funktioniert hat. Ja. Slow Motion im Videobereich ist mega. Ja, allerdings ist ab, ich glaube, ab 120 Bilder in der Sekunde ist, glaube ich, kein Ton mehr mit bei. Das ist bei der R5 ja bei Slow Motion. Aber auch. Es macht auch wenig Sinn. Das finde ich. Finde ich auch. Also, ja, also will man genau, da noch 240 macht sie, glaube ich, ne? 240 ja. Bilder. Ich hatte mal ja. die eine, und das ist schon 240 Bilder eine Sekunde. Und das dann schon, was noch kann. Sie hatte nicht mehr die 29,59 Minuten. Den keine Stopper. Begrenzung mehr. Genau, also das hatte ich auch getestet. Ist genau. raus. Man kann also unbeschränkt filmen, bis die Speicherkarte voll ist oder Akku, wenn man sie ja. nicht am externen Ladegerät hat. Und das ist. Wenn man jetzt ein kleines handliches Set braucht, ist das wirklich ein super Feature, ja. die man mitlaufen lassen. Hitzeprobleme nicht feststellbar. Auch also so kleine Video-Gimmicks sind es auch mit dem Fokus, dass du quasi, wenn du Porträtgeschichten machst oder Interviewgeschichten, dann kannst du den Fokus auf die Person setzen. Der Fokus ja. bleibt da. Du gehst aus dem Bild, dann behältst du die Unschärfe im Hintergrund und du könntest auch wieder reingehen. Zum Beispiel in einer anderen Szene, du setzt das kurz an, hast du die Unschärfe und die Schärfe geht dann nur auf dich als Person. Das ist so übergangstechnisch. Also für alle, die ja. Videografen sind, das ist so Kleinigkeiten, aber die spielen. Ja, wenn man mit mehreren Leuten, also so Interviewsituationen oder so filmt, ist das wirklich sehr hilfreich. Ja. Also, nicht, dass er nicht wegspringt und pumpt und sowas. Die Fotografen, da schätzen sowas, aber das sind schon Features, die meiner Meinung nach auch richtig gut sind. Man merkt, dass die da wirklich auch in den Videomodus einiges wollten. Ja. Da können wir aber auch mal zu den Nachteilen kommen, Rico. Ich hab auch ein paar Nachteile. Vorteile noch, pass auf, ich habe noch drei Vorteile im Videomodus. Du kannst dir jetzt deine Programme speichern, deine Voreinstellungen. Du hast ja die drei Programmautomatiken, die funktionieren jetzt nicht nur bei der Kamera, sondern jetzt auch im Videomodus. Vorher ging es ja nur, die R6 hatte das ja, dass du nur im Fotomodus quasi dir drei Speicherplätze anlegen konntest mit Voreinstellungen. Und die kannst du jetzt im Videobereich genauso einlegen. Das finde ich gut, dass du tatsächlich wirklich sagen kannst, okay, pass auf, ich habe jetzt, wenn ich die Framerate habe, dann habe ich eben meine eine Verschlusszeit von 100. Ich will die in ISO haben und dann kannst du dadurch... gerade wenn du mal schnell Slow-Mo auf... Wenn du gerade mal... Genau. Da musst du nicht umstalten, sondern nimmst einen Speicherplatz von den dreien und das über das Drehrad, das hast du fix eingestellt. Ja, genau. Und du hast hier, ich gehe mal eben drauf, warte, du hast hier den neuen Blitzschuh, ne? Da kannst du auch... Ja. Aufsätze dran machen, die explizit dafür sind, um dann ein Mikrofon dann anzuschließen. Ja, oder hier XLR-Mikrofone direkt an der Kamera anschließen. Mhm. Das ist auch schon, da geht Canon halt hin. Ich denke mal, die neuen Kameras werden das jetzt alle haben, die aus dem Bereich kommen. Aber wo ich es jetzt hier liegen habe, auch mal Nachteile. Oder keine Bevor du Nachteile auftritt, ist das eine Frage, Bilder vom Hundeshooting. Ja. Du kannst gleich kommen. Bilder vom Hundeshooting, ihr Lieben. Habe ich Dirk jetzt keine vorab geschickt. Seid so gut. Heute kam mein Video zur R6 Mark II raus. Na, da gibt es ganz viele Bilder. Schaut mal bei mir auf dem Kanal vorbei. Na, ihr könnt auch vorspulen, wenn ihr wollt. Ist ungefähr in der Mitte des Videos habe ich viele Bilder, auch wirklich Detailaufnahmen, wo man nochmal sieht, wie scharf tatsächlich die R6 Mark II in Kombination mit dem 135er ist. Ja? Ich weiß nicht, den Preis von dem Objektiv nennst, aber bis da sollte man auf jeden Fall vorspulen. Ja, deswegen sage ich es gleich am Anfang zum Ausmachen so. Ist teurer als die Kamera, ne? Oder? Nee, nicht ganz. Also, 2,6 kostet das Objektiv. Ja, also du kannst quasi preislich den Wert deiner Kamera verdoppeln, wenn du das dran machst. Ja, aber ist eine tolle Linse, ohne Frage. Ja. Aber man natürlich bei einer Festbrennweite auch den Anwendungsfall haben. Dirk, guck mal, ich werde mir ziemlich sicher die R5 holen. Bitte haltet mich davon ab, sagt mir, dass ich besser die R6 Mark II, ne, nicht die R6, sondern die R6 Mark II kaufen soll. Ja, Rupert, das ist eigentlich, wenn du nicht Landschaftsfotograf bist, ne, dann würde ich fast sagen, dann kannst du tatsächlich besser die R6 Mark II kaufen im Moment. Spaß, ja, hast du noch ein Objektiv mit on top für den Preisunterschied. Die R5 ist natürlich eine tolle Kamera, die hat in meinen Augen im Moment nur noch den Vorteil der 8K-Videoaufzeichnung. Du hast natürlich da auf deinem Profilbild eine Monster-Videokamera auf dem Schoß. Vielleicht ist das wichtig für dich, aber wenn du jetzt darauf keinen gesteigerten Wert legst, ist die also ein Schulterdisplay hat die R6, die beide ja nicht, also da muss man, glaube ich, schon mal in sich gehen, weil am Anfang mit dem weniger Megapixel und so war das schon noch ein Unterschied, R5, R6, aber... Nutzt du das Schulterdisplay, Dirk? Selten, aber ich tue es schon mal, ja. Okay.
Ja. Aber R5, da kann man hier, ne, habe ich auch ein Video zu gemacht. Ne? Das sind die Speicherkarten, die man dafür braucht. Die kosten 200 € Stück. Ne? Also von daher, also man muss sich das schon überlegen. Und wenn man dann so ein Shooting macht, wie ich jetzt am Samstag und mit 1000 Bildern nach Hause kommt, die sind dann nicht 27 MB groß, sondern fast 50 MB groß ein Stück. Ja. Das ist schon, also da muss man wirklich ein bisschen in sich gehen, ob man das braucht oder nicht. Da ist hier normale Wahlrad ist auch besser, findet der Udo und das von der. Definitiv, also das von der R, ne, ihr Lieben, das ist, ich bin da heute, also ich bin da, das ist ja meine immer dabei Kamera. Ich bin da bis heute noch nicht warm geworden, dieses Umschalten, was sie sich da haben einfallen lassen, vom Foto in den Videomodus. Dass du raufdrücken musst und dann ins Menü. Das finde ich Ja, super ich zeige pussy. jetzt nochmal die R6 von oben. So sieht das ja Ja. jetzt aus. Ich kann es auch nochmal Ja. groß machen. Mal eben hier. Ja, kriege ich jetzt kriege ich dich groß hin. So sieht das ja jetzt aus. Und das ist das neue Layout. Und der Rico versucht mich, glaube ich, hier schon immer krankhaft die ganze Zeit ein bisschen Vom Dingen Vorteil zu überzeugen. abzuhalten. Aber Nein, nein, überhaupt nicht. Es ist auch kein Nachteil in dem Sinne. Es ist nur für mich als R5 und R6-User im Moment ein bisschen schwierig, Weil die weil Tasten anders angeordnet sind. ich kann euch ja hier mal nebenher. Oh, jetzt habe ich warte, Moment, von wegen gute Vorbereitung. Ich habe das Band noch dran. Das schmeißen wir jetzt hier mal in die Ecke. Ich lege euch hier die beiden mal nebeneinander. Und ihr seht, also das ist hier das Hauptproblem. Ne? Also da hat die. Ah, schon wieder die Namen da drin. Rico, sag was. Ja, So, danke. genau. Also die R5, man sieht es ja auf der rechten Seite, die hat quasi den On-Off-Schalter. Ja, und hier Genau, ist auf halt der linken Video Seite. und Fotomodus-Umschalter, Genau. was eigentlich super ist. Ja, Ist aber es ist wirklich. einfach ein Platzproblem. Blend mal nochmal rauf, Dirk. Es Ja. ist nämlich wegen dem Schulterdisplay. Wo willst du denn den On-Off-Schalter noch hinpacken? Das ist richtig. Ja, aber also Man wenn könnte eine ihn Mark da II integrieren, kommt, vielleicht. wenn eine Mark II kommt, Ist Rico, der da? kommt das hier hin, auch darüber, glaube ich. Und hier kommt der Videoschalter hin auch. Könnte sein, ja. Bin Also gespannt. würde ich fast drauf wetten. Und finde ich auch gut, weil mit dem Ein- Ausschalten habe ich mich relativ schnell dran gewöhnt. Jetzt auch im Dunkeln, wenn man da. Also vorher war R5, R6 hat man die in der Hand gehabt. Aber ein Workflow hat man durchgängig und fließend benutzt, war alles super. Jetzt hatte ich tatsächlich öfter dass die Kamera aus oder auf Video und dann wundert man sich, warum ist denn jetzt die Einstellung so blöd? Ah, man filmt gerade, auch nicht schlecht, aber ist schon ein bisschen anderes. Aber ich bin ja wirklich gespannt. Also ich glaube schon, Rico, meinst du nicht? Ich denke mal, das bauen die noch so ein bisschen an, dass das auch so, also das, glaube ich, Auf wird jeden der Fall. neue Standard bei Canon hier. Weil das Könnte ist gut, sein. das ist wirklich gut. Ja. Ne? Also, Ja, der Unfall von der Erde hat sich auch nicht fortgesetzt hier hinten mit dem hier mit diesem und Swipe-Schalter. dadurch Das ist wirklich, ja auch. ich bin ja so einer, der will ja immer den Sachen eine Chance geben. Ne? Nein, ich Und habe es noch nie genutzt. Noch auch, nie. ich hab ISO draufgelegt, ich Echt? habe Nein, 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 was man nein. da drauflegen konnte, habe ich Du, mir da draufgelegt. das brauche ich auf meinen Fingern. Das Ja, und es hat sich dann dieses immer Ding. verstellt und getan und gemacht. Ja. Wo wir auch bei super Weiterentwicklungen sind, das zeige ich euch mal eben jetzt auch noch mal eben. Bin ja eben auf der Kamera. Wir haben, das war auch, glaube ich, oh, stopp, Entschuldigung, das hier war, glaube ich, auch schon bei der R10 jetzt so, ne? Dieses Ja, neue aber Kit. nur mit zwei. Hier hast du kannst, hier ist ein Dreifachmenü. Ja, also Vierfach. das Vierfach. ist. Bei der R10 hast du, glaube ich, nur zwei Möglichkeiten. Und hier kannst du ja wirklich alles auf dieses Quick-Menü Alles mit dem Drehrad. Das ist einschalten, echt. ne? Ja, Und mit das dem ist mega. vorderen Rad kannst du sofort was umstellen und mit dem unteren Rad, also mit dem Drehrad, Ja. das ist mega Dieses neue weiterentwickelt. So Schnellzugriffsmenü, das haben sie wirklich geil gemacht, ja. super von der Anwendungsfreundlichkeit, also Ja. wirklich, also technisch wäre das ja auch mit einem Update bei der R5 nachrüstbar, werden sie nicht machen, weil es wahrscheinlich dann auch marketingmäßig schlecht zu verkaufen ist. Genau. Anmerkung zur R6. Viele haben mich ja auch gefragt, ich warte, ne, R6 Mark II. Die werden ja dann auch die R6 weiterentwickeln. Leute, das werden sie nicht tun. Das kann ich euch schon mal so sagen. Das ist ein Auslaufmodell. Sie wird auch nicht weiter produziert. Und ich gehe auch ganz fest davon aus, dass man
keine neuen Features damit hinzufügen wird. Zum Beispiel, dass ihr jetzt sagt, Mensch, da gibt es jetzt mal irgendwie ein Update in der Software. Das wird nicht kommen, weil die wollen sie auslaufen lassen. Die wollen ja natürlich auch die neuen Kameras verkaufen, ist doch ganz klar. Also ich glaube da tatsächlich, da muss ich euch enttäuschen, das ist auch eine interne Info so ein bisschen, dass da gibt es... Ja, muss man ja auch... Sie wird vielleicht im Laufe der Zeit die ja. R6 für guten Kurs zu haben sein nachher. Das, wie du schon sagst, jetzt ist er natürlich noch gut zum Verkaufen, weil viele jetzt sagen, ah nee, den Preis lege ich da nicht rauf, den ja quasi, wenn du gebraucht die R6 verkaufst und die R6 Mark II liegt ja halt noch ein Stückchen dazwischen. Die wird es vielleicht in ein, zwei Jahren für einen wirklich guten Kurs geben, gehe ich mal davon aus, wenn sie noch vernünftig am Markt ist. Und dann ist eben die Frage, willst du auf die neuen Features verzichten? Oder? Also es wird kein Software-Update geben, das kann ich euch schon sagen. Nein, also alle, die darauf gehofft haben. Gerüstet werden, bezweifle ich auch. Da werden vielleicht, wenn mal irgendein fieser Bug noch Noch ein Fehler ist. Aber es wird nicht auf das Niveau der 6 Mark II auch nicht irgendwelche Sachen, dass ihr jetzt sagt, da kommt jetzt ein neuer Fokus noch dazu oder das Schnellmenü. Aber es ist auch eine gute Kamera. Ne? Also ja, natürlich. Verstehen. Und gerade wenn man nur fotografiert, gerade dann ist es jetzt, glaube ich, auch wirklich eine Kamera, die man getrost gegen so eine A7, R3 oder was auch immer da stellen kann, wo man sagt, das ist. Also viele haben ja tatsächlich gesagt, auch mit der R4, dass sie ja schon besser, wenn wir von mal Pixelzahl jetzt mal, aber Leistung, ja. Sensor, Geschwindigkeit, Bildgeschwindigkeit. Und das ist ja das, was du vorhin sagtest. Man muss einen guten Kompromiss finden. Je größer die Pixel sind, desto schwieriger wird es nachher auch in einer bezahlbaren Technik dann so eine hohe Auslöserate hinzubekommen. Das ist einfach so. Ja, auch mit dem Rauschverhalten. Das spielt ja alles zusammen. Da musst du dann eben einen guten Kompromiss finden. Und die Sony-Nutzer haben ja sowieso lange, die hatten 24 Megapixel, hat sich keiner beschwert. Das war immer gut. Ja. Ich bin da wirklich auch bei der R6 immer noch auch sehr großer Fan von dem Bildlook. Ne? Also ich finde immer noch, das ist so ein ganz plastischer, eigenartiger, für sich stimmiger Bildlook. Ne? Der ist, ich weiß nicht, was das ist, ich kann es schlecht erklären, aber man sieht das dann, wenn das RAW irgendwie aus der Kamera kommt, mit einer vernünftigen Linse, ist irgendwie so, hat noch was. Ich bin jetzt keiner, der jetzt sagt, wenn es 20 Megapixel ist, das kannst du auch hochrechnen, bla bla bla, das ist alles für den Pixel 4 empfehlen sie halt, ne? Aber man kann mit dem Bild, weil es qualitativ schon sehr gut ist, noch einiges machen. Ja. Die R6, die hat mir auch gute Dienste getan. Das ist eine Tip-Top-Kamera. Die R6 Mark II ist halt eine sehr gute Weiterentwicklung. Und also ich muss auch sagen, weil Udo gerade fragt mit der R, ob Nachfolger kommt, ich vermisse da gerade gar keinen. Also für die Landschaftsfotografie vermisse ich bei der R keinen Nachfolger. Ich habe meine 30 Megapixel und alles, was ich brauche, hat sie. Gut, Rauschverhalten könnte vielleicht ein bisschen besser sein. Ne? Das ist schon klar, hat aber dann auch wieder was mit der Megapixelanzahl zu tun. Da muss es ja wieder noch ein... Wenn man überlegt, wie die R sich entwickelt hat, einer der ersten Videos, die ich gemacht habe, war über das Bending-Problem damals. Ne? Da war Rauschen, alles noch. Und das hatte ich zum Schluss mit den letzten Firmware-Updates fast gar nicht mehr. Ne? Da war die auch auf einem. Es ist auch mein absolutes Arbeitstier. Ich habe mal auf dem Workshop halt das mal gezeigt, meine ist so viel im Einsatz, auch so Salzwasser ist meiner ja oft ausgesetzt, ne? Dass oben mein Blitzschuh, der fängt an zu rosten. Ich wollte das mal gerne fotografieren. Also ja, das ist auch bei mir so, die ist auch, mir hat mal jemand gesagt, du bist halt ziemlich oft auch da und mir hat mein Hersteller gesagt, du musst schon mal in deinen Rucksack reingucken. Ne? Ja, ja. Nachdem wir den Sand rausgeschüttet hatten. Ja. Mir hat mein Hersteller von einem Stativ gesagt, wenn so ein Stativ bei dir 3 Monate überlebt, dann ist das so, als würde ein Otto nochmal Verbraucher das sein Leben lang haben. Wenn das überlebt, dann ist es okay. Ja. Das ist auch ein anderer Anspruch bei dir, genau. Das steht ja mehr im Wasser als alles andere. Ne? Also von daher. Ja. Und ich finde immer noch, die R für die Art Landschaftsfotografie mit ihren 30 Megapixeln ist das immer noch eine Top-Kamera. Definitiv. Man fokussiert manuell. Ich bin auch tatsächlich am Überlegen, wahrscheinlich werde ich sie beide mitnehmen, weil wir Ende März wieder in Madeira sind. Habe ich jetzt schon echt mit mir gerungen. Ne? Nimmst jetzt nur die R6 Mark II mit. Aber da weiß ich aber auch, dass wir wieder Whale-Watching machen und wenn du auf dem Boot draußen bist. Aber da ist wieder dann der Kompromiss. Weißt du, bei Whale-Watching denke ich, jetzt muss ich sie doch ausprobieren, die R6 Mark II. Weil die hat ja den Fokus für Tiere, weißt du? Auch mal interessant, mal zu sehen, so Delfine, wie das funktioniert mit dem Fokus. Ich glaube, so einen großen Schwimmer gibt es nicht für die Kamera. Da muss ein Taucher sein. Ja, aber das ist ja auch immer so eine Sache. Ne? Ich war jetzt auch
wenn man auf Events unterwegs ist, hat man ja auch ein bisschen Zeug dabei. Da ist ja auch immer die Frage Versicherung und so. Ne? Ja. Was schleppt man damit? Dann fällt mal im Dunkeln was hin und so. Toi, toi, toi. Ja, Versicherung ist ja noch das eine, aber du musst es ja auch mitschleppen. Ja, also, und wenn ich jetzt auch. Ja, also haben dann sagen, APSD ist mir deutlich lieber, war vom Schleppen her. Ja. Wir haben eine Tagestour, da geht es um 5 los und wir werden vor 19 Uhr nicht im Hotel sein. Ne? Teilnehmer, ja. Wir hatten gerade ein Zoom-Meeting gemacht mit allen Teilnehmern, wo sie ihn gefragt haben, ja, wo gehen wir denn immer mittags essen? Ich habe gesagt, ihr könnt euch einen Schokoriegel einpacken. Wir wollen Fotos kriegen, ihr Lieben. Es ist doch hier keine Lunchgruppe. Nahrungsergänzungsmittel, da gibt es ja auch. Oh, übel, ganz übel. Lustige Geschichte, ich habe das meiner Tochter gezeigt, die ist ja jetzt 18 geworden. Und die ist ja schon, die ist bei der Bundeswehr. Die ist schon wirklich Sachen gewohnt. So EPA-Pakete und sowas, ne? Und da habe ich das gezeigt, weil wir hatten jetzt noch 3 übrig. Ich sagte, ich mache die nicht auf, die sind einfach zu übel. Und dann habe ich ihr die gezeigt und ich sage, willst du die mitnehmen? Dann hast du, nee, plötzlich, ich habe einmal probiert, bleib mir bloß weg mit dem Zeug. Also ich weiß nicht, wo da die Zielgruppe liegt. Ja, aber keine Ahnung. Ausprobieren. Ja, genau. Ist natürlich klar, man muss da schon überlegen, was man da an Objektiven und alles mitnimmt. Und das musst du richtig überlegen. Auch im Flieger schon, Handgepäck. Mhm. Letztes Jahr hat er, guck mal, ich habe jetzt bei TUI, wir haben 8 Kilo, als ich letztes Jahr nach Madeira geflogen bin ich zum Glück, also guter Trick, pass auf Leute, absolut genial ist, wenn ihr einen super schweren Kamerarucksack habt. Letztes Jahr hatte meiner 15 Kilo. Mein Handgepäck wäre ja sowieso nicht durchgekommen. Dann hängt euch den ganz locker über die Schulter, als wenn der nichts wiegt. Ja, da müsst ihr halt kurz ein bisschen aushalten und dann gucken die dich an. Ein Nahrungsergänzungsmittel, damit das. Genau, das ist ordentlich. Und du Muckis hast, genau. Kommt immer gut, nur über eine Schulter hängt. Ne? Und dann denken die auch, da kann gar nichts dran sein. Ja, bin mal gespannt, was du Ende April dann in der Tasche hast. Wie meinst du das in Bezug auf was? Wenn wir auf Reisen sind. Ja, mal gucken. Mal gucken. Du hast ja den Vorteil, dass er mit dem Auto anreist. Da muss ich mal gucken. Stimmt. Ja, ich habe auch schon überlegt. Wir haben ja Fotoausrüstungsreduktionsgebot, habe ich ja schon gekriegt. Genau. Also nur damit er, also wir werden eine Familienunternehmung zusammen machen. Also wir gründen keine Familie, sondern wir haben uns gesagt, wir haben ein gleiches Reiseziel in diesem Jahr, was wir ansteuern, haben gesagt, hey, komm, lass uns das zusammenlegen auf den gleichen Termin. Und aber dann werden wir. Nicht zu fotografieren oder nicht zu filmen. Nicht zu filmen war, glaube ich, ja. War, oder? Das werden wir nicht schaffen. Aber Handy. Schauen wir mal. Ja. Sehen wir mal. Genau. Nee, aber Thema R6, Mark 2. Ja, genau. Gibt es da noch Fragen bei euch wieder? Da muss schon einer weg, der Peter. Tschüss, schönen Abend noch. Jetzt mit der Aussage natürlich von Rico auch, R6 wird aussterben. Ich weiß gar nicht, wie der Markt da ist, wie die Lagerbestände sind. Der eine oder andere wird noch, also kriegst du ja noch neu, du bekommst ja noch neu, aber ich denke, das wird so ein Abverkauf werden. Ja, aber jetzt auch, ich weiß nicht, ob der Winter-Cashback noch läuft oder so, aber ich würde da jetzt auch nicht zuschlagen wollen, glaube ich. Das ist tatsächlich. Hat gut funktioniert. Ich habe mir ja das RF100 geholt. Ne? Also ich muss ja tatsächlich sagen, ich stand ja mal ein Jahr mit Canon so ein bisschen auf Kriegsfuß. Da hatte ich auch so ein Cashback, habe mir auch ein teures Objektiv geholt. Wollte das auf der Website einlösen und habe dann auch Auszahlung auf Bankkonto eingegeben. Und das habe ich auch alles bekommen. Und dann bekam ich eine E-Mail. Vielen Dank, wir haben Ihnen den Betrag gut geschrieben. Können Sie bei Ihrem nächsten Einkauf verrechnen. Und da war ich echt ein bisschen angegangen. Und es war, wie ich mir das 100er geholt habe. Da habe ich die Cashback-Aktion, ne, Winter-Cashback. Das ging in, ich hatte in 3 Tagen mein Geld. Oh nee, das hatte ich jetzt nicht. Doch, meinst du, das war mega schnell. Meinst du, ist letzte Woche gekommen, ist aber auch schon 4 Wochen her jetzt wieder. Also ich habe online den Antrag ausgefüllt, Seriennummer, Rechnung mit hingeschickt vom Händler und hatte das in kürzester Zeit. Also das war wirklich cool. Aber, hab mich schon gewundert, denke ich. Was ist das denn? Aber generell funktioniert das mittlerweile wirklich gut. Ne? Also jetzt nicht so deutlich dran, dass es Cashback ist. Macht auch mal Sinn, darauf zu achten dann. Ne? Ich meine, es sind ja immer nur bestimmte Objektive diese, oder bestimmte Kameratypen, die sie dann, wo es das gibt, gibt ja nicht für jedes Modell. Top-Sachen, also R6 ist, glaube ich, immer dabei gewesen, R5 sowieso. Ja. Die Linsen, immer durch den Garten, alle Linsen irgendwie dabei. Und wenn man da jetzt mit dem Gedanken spielt, irgendwas sich zuzulegen, es gibt immer ein Winter-Cashback, immer noch ein Sommer-Cashback irgendwie und alle möglichen Aktionen, da kann man wirklich einiges machen. Ne? Und von daher sollte man da auch, wenn man da mit dem Gedanken spielt, ein bisschen drauf achten. Und mittlerweile, du bist ja schon, mit der R waren wir, glaube ich, gleichzeitig lange unterwegs. Ne? Ja. Wie war vor der R, was hast du da gehabt?
Du, ich habe alle möglichen vor der R gehabt. Also die R war quasi mein Umstieg. Ich hatte die RP erst so als Backup mir zugelegt, weil dem Spiegellosen habe ich ja noch nicht so richtig über den Weg getraut. Ich habe ja lange mich dagegen gesträubt und habe gesagt, nee, spiegellos irgendwie nicht. Und habe dann gesagt, okay, die RP war ja quasi der Einstieg so. Und habe dann gesagt, okay, holst du sie mal als Backup, kannst du mal mitnehmen. Und das war ja schon gut damals, ne? Und dann folgte natürlich für die Landschaftsfotografie wegen der mehr Megapixel natürlich dann die R als nächstes. Genau. Ja, ich bin jetzt mittlerweile einigermaßen in dem ganzen System rund. Ich habe die. Dirk hat mehr RF-Objektiv als ich hier. Guck mal, Ah. das hab ich. Guck mal, ich hab das 1535. Das ist ja auch echt ein Schnäppchen von Canon. Aber es ist, wenn du das einmal hast im Landschaftsbereich, dann ist das die Linse schlechthin. Ne, dann Also, wirst du auch nicht missen wollen. Und dann habe ich. die ist tatsächlich auch bei Eventfotografie bei mir oft drauf. Ja? Also wirklich, wenn du jetzt hier Bühne groß, ne, vorne alles haben will, 15 mm, super, 2,8, super. Ja. Dann hast du natürlich 35, ist ja auch so eine Ich habe das Dokumentationsbrennweite, 35, genau, das ne? 35 habe ich. Ich habe das 50 mm, 24-105, auch genial, ne, weil es eben preislich nicht so reinhaut wie das 70, wie das 24-70. Was der Dirk hat, natürlich. Dann habe ich ja das 100, 400, das 600 und das 100er. Und das 100er habe ich mir jetzt tatsächlich wegen dem Makro. Ich hatte es ja im Test. Und ist Canon daran schuld, dass ich das jetzt quasi leider kaufen Da musste. hat mich ein YouTuber irgendwo gebracht, dass ich mir das mal angucken soll. Und zack, hat der Dirk gesagt, wo kriege ich jetzt Irgendwie ist dieses das mir Objektiv her? hier auch was Ja, gegangen. ja, ja, ja. Das hat ja diese. Quasi diese Bouquet-Kontrollfunktion. Das heißt, ich finde das 100er, deswegen bin ich auch ein bisschen am Hadern mit dem 135er, was ich ja heute noch zum Testen habe. Das 100er finde ich tatsächlich auch eine mega Porträtlinse, ne, mit der Offenblende. Und du hast ja diese Bouquet-Verschiebung, die du hier machen kannst, ne, mit diesem Drehrad, was ja hier noch ist. Dann kannst du das ja noch ein bisschen, ob man das braucht oder nicht, ist dahingestellt. Aber es ist halt preislich natürlich noch mal deutlich, deutlich günstiger wie das 135er. Also ich habe ja auch, wie ich das 135er 2.600 €, dachte ich so, boah, es ist mega, ne? Also überhaupt keine Frage. Ich habe diese Joghurtbecher Festbrennweiten von Ken. Ja, diese Ja. 35, das hier, Ja, diese Mini-Dinger hier, ne? Die sind ja. ja auch mal mit dem Cashback und so auch mal zum Stamm. Die sind super von der Qualität her. Ne? Ja. Ich hatte vorher die Udo hat gerade 7K-Serie geschrieben, das mit RF, Adapter das. auf. Bitte? Udo hat gerade geschrieben, das RF 3518, da stimme ich ihm zu. Als ich mir das Ja. gekauft habe und als es hier war, war ich tatsächlich vom Fokus, von der Geschwindigkeit enttäuscht. Da habe ich schon so gemunkelt, habe gesagt, da habt ihr ja eine schöne neue Packung um das alte System rumgepackt. Weißt du? Also so kommt mir das vor, vom Fokus. Er Ja, meint das ja. es ist scharf. Zum Filmen, ich nutze das ja zum Filmen, ne? Da ist Ja. es okay. Ja, weil da brauchst du jetzt nicht so einen ultraschnellen, das ist ja doch schon schöner, wenn du mal so ein bisschen Überblendung hast. Aber es ist echt, für eine RF-Linse ist das wirklich, oder ich stimme dir dazu, das ist echt lahmarschig. Ja, also Aber das hat natürlich auch ein, ja, der Preis ist aber auch okay. ist mir jetzt aber auch so negativ noch nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Würde Ja, ich aber mach ich jetzt das mal. Ja, beachten. und ich habe Dankeschön. das EF auch noch da. Und die sind, finde ich, gleich auf. Also da hat sich jetzt Ich habe die zum von Sigma, RF-System. ne? Die laufen mit Adapter, die sind haltbacke schwer, ne? Das ist Ja. alles. Da mit dem Adapter und wenn man dann hier 35er, 50er in der Tasche und generell finde ich die RF-Linsen alle von der Bildqualität top. Selbst von den Drittherstellern, die jetzt nicht mehr kommen, erstmal, aber Erstmal. Aber da du kannst gibt ja alle, mit dem Adapter kannst du aber alle EF-Linsen weiter es nutzen. dann Und da auch, gibt ja. es ja auch noch eine große Ja, Auswahl. aber ich Ja, da finde kannst schon, du dass die RF-Linsen, ob es jetzt am Bajonett liegt oder so, den ja. Herstellern kann man so viel Schneller und Spielraum geben. angepasster. Ja, Ja, dass ja. die tatsächlich von der Bildqualität alle noch echt eine Schippe draufgelegt haben gegenüber den Ja. E-Linsen. Ja, gut, den Preis muss ich auch irgendwie rechtfertigen, sonst würden ja alle den Adapter nehmen und ins Ja, und EF-Objektiv wenn die holen. dann das Bajonett nicht aufmachen für Fremdhersteller, ne, und dann schlechte Linsen nur liefern, da wäre natürlich auch ein Skandal. Ne? Also von daher Und im Grunde ist es wahrscheinlich auch nur softwaretechnisch viel, ja. Ne. abgeregelt. Ja, dass das nicht funktioniert, ja, das Ja, denke ich also auch. das kannst du ja ganz einfach mal rausschieben unterm Ja, aber Strich. mittlerweile, ich bin ja irgendwann mal angefangen mit der 70D, ja, mit der 400D, aber dann, wenn es ein bisschen weitergeht, mit der 70D und dann 6D Mark II.
Und irgendwie ist man jetzt mittlerweile in dem RF-System ja auch angekommen und man hat ja so sein Zeug jetzt mittlerweile auch zusammen. Ne? Das, ja. Also es macht schon wirklich Spaß, wobei wirklich, ist ja keine Handyfotografie, aber was die R6 Mark II da wirklich an Features und Facts mitbringt und wirklich... Also was ich auch, was eine Spielerei ist, aber was ich schon mal gar nicht schlecht finde, ist diese Panorama-Funktion. Die hat wirklich manchmal, wenn du ein schnelles Panorama schießen möchtest und du möchtest auch ein schnelles Ergebnis haben, ne, ist das nicht schlecht. Was mich da ein bisschen stört, was ich cool gefunden, obwohl er ja die RAW-Dateien abspeichert. Ja. Du kannst ja unterm Strich, kannst du ja die RAW-Dateien selber nachher zusammensetzen. Mhm. Ne? RAW oder ja. JPEG. Aber ja. Er macht dir in der Kamera schon und das in alle Richtungen, links, rechts, oben, unten, also hochkant, ne, kannst du ja schon ein fertiges Panorama dir erstellen lassen. Man merkt mittlerweile, dass diese Prozessoren, die scheinbar in der Kamera verbaut werden, auch so leistungsfähig werden, dass sie da zu den Smartphone-Funktionalitäten aufschließen, nur mit einer deutlich höheren Bildqualität. Ne? Also von daher, ja. Auch wenn man so sieht, diese neue Kamera Connect, Canon Connect App, ja. Scheint, ne? Ja. Die ist ja auch... Obwohl das, die ist genial. Obwohl man natürlich dazu sagen muss, viele haben mir auch geschrieben, ja, das hat kein Upgrade gebracht bei mir, die neue App. Leute, das liegt natürlich auch immer an dem Smartphone. Also Android ist da eine ganz, ganz schwierige Geschichte, weil was viele ja auch immer nicht beachten, ist, dass bei Apple hast du hast die Version, sag ich mal, auf einem neuen Apple-Gerät, weil Apple macht was ganz Einfaches, die lassen einfach nach hinten runter die Geräte, die ihnen nicht mehr schnell, die fallen raus. Ne, da kannst du kein Software-Update mehr machen, da kriegst du das neue Betriebssystem nicht mehr, du kriegst auch im Endeffekt gar nicht mehr die App dafür. Ne? Das hat nur ein paar bestimmte Laufjahre. Ich habe es natürlich auf dem iPhone 13 Plus probiert, da läuft das absolut stabil und auch wirklich eine 1:1 Übertragung beim Video. Natürlich, wenn du ein Android-Gerät hast und bei Android ist ja nicht Android, da gibt es, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Versionen da gibt es. Jeder Hersteller macht ja sein Megabyte. Megabyte ist auch schön. Ich bleibe bei Megabyte, ich nehme Megabyte. Da hat ja auch jeder, kocht da ja sein Süppchen. Ne? Also ich habe auch hier Outdoor-Handys, habe ich jetzt letztens gerade so mal, um einfach mal zu sehen, braucht man das? Das war ja auch so ein Thema mit dieser Handyfotografie, wo ich auch gesagt habe, ne, Handy ja, Handy nein. Heute bezahlst du doch, wofür wirbt denn der Handyhersteller heute? Im Grunde für die Kamera. Unsere Kamera hat Megapixel. Ich kann mir auch für 80 Euro ein Telefon kaufen, mit dem kann ich auch fotografieren. Dann kaufe ich mir für 1,5 eine Kamera, bin ich immer noch besser als zum Beispiel die neuesten Modelle und das muss ja gar nicht Apple sein. Wenn ich sehe, wo da die Preise hingehen, ne? Also ein gutes gehobenes Smartphone kriegst du unter 1.000 Euro nicht, mit einer angemessen guten Kamera, wo ich sage, wo soll das hingehen? Da nutzt man die Kamera, WhatsApp, ja. Facebook, Instagram? Vielleicht das kann aber auch ein Handy für 80 Euro. Snapchat und TikTok oder was du da willst. Genau. Ja, und kann aber auch alles. Die meisten haben noch E-Mail auf ihrem Handy drauf. Ja. Also von daher, das ist tatsächlich dafür, dass die so smart sind, werden die ja nicht wirklich so smart genutzt haben. Ja. Aber das ist halt eben eine Sache, wo die Kamerahersteller bei der 6 Mark II, das sind Features, die sie dann aus einem anderen Bereich übernehmen, ne, um diesen Pluspunkt eben selber mitzubekommen, wie jetzt die Panoramafunktion. Das müsstest du ja nicht machen. Also als Fotograf willst du ja ernsthaft unterm Strich, ja, schnelles Panorama, ja, aber es ist ein JPEG, was will ich denn damit? Mhm. Ich will die RAW-Datei haben, also mache ich es ja nachher sowieso. Aber das ist so ein Gimmick, wo ich sehe, das ist irgendwie aus dem Handybereich. Ne? Machst ja auch mit dem Smartphone, kannst zack, machst ein Panorama, hast du fertig. Ne? Ist auch nicht dicke, ist gut, aber... Ja, der Elia schreibt hier noch, dass das aus dem letzten Jahrtausend ist. Ich weiß nicht, wann er das Update gemacht hat. Also es gibt mittlerweile ja doch die neue Version, ich weiß gar nicht, heißt sie noch Canon Connect, aber die nicht mehr schwarze, sondern die weiße App ist jetzt wirklich deutlich besser geworden. Guckst du nach der Seriennummer? Ich gucke gerade mal. Ja, oder nach der Versionsnummer, die ist wirklich gut geworden. Das siehst du daran, dass sich das geändert hat. Ich gucke mal, ob das geht. Und zwar sind jetzt neben dem, ich weiß nicht, ob er das scharf stellt, muss man gucken, hier die zweite ist es, da ist noch ein zweites Icon dazu gekommen. Ja. Quasi ein blaues und ein grünes Icon. Und die App, wenn du sie aufmachst, sieht jetzt, ist schon wieder eine neue Firmware. Ich habe die aber schon drauf, ihr Lieben. Achso, meine Kamera ist natürlich aus. Dann sieht sie, wenn du sie aufmachst, so aus. Sie sah ja vorher so grau aus, wenn du sie aufgemacht hast. Und die verbindet sehr, sehr schnell. Mega schnell. Ja. Und WLAN wird automatisch aktiviert. Ja. Und vor allem hast du hier oben auch alle, auch nochmal visuell hinterlegt, alle, die alle du Kameras verbunden hast schon mal. Und wenn du die einschaltest und der findet die, hat er die auch gleich. Ja. Das ist schon ziemlich cool.
Ich habe meine R6, glaube ich, noch gar nicht per CPS Ja, registriert. siehst du? Ja. Ja, haben wir heute schon wieder was gebracht hier. Ja, nee, aber ich finde, ja, Software, das wächst alles irgendwie zusammen und die Software war früher tatsächlich auch wirklich Murks, Ja, aber übel. heute auch Also ich habe das so viele GPS. Abbrüche auch damit gehabt, ne? Ach, Ja, siehst genau, du. beim Bild übertragen und so. Und das, was wir gerade am Anfang besprochen haben mit dem Bluetooth, dass das Einschalten verlangsamt hat. Heute holt man sich ja auch GPS ständig davon, ne? Wenn es einmal richtig funktioniert und eingerichtet ist. Wer es braucht, okay. Aber wenn man jetzt viel unterwegs ist, gerade Rico, hier Landschaftsfotograf, und er mal sehen will, wo Das war ist der? schon mal gut, ja. Das Ich schon. greife da oftmals auf mein Smartphone zurück, weil ich filme ja viel damit, weil du guckst, das ist natürlich der Vorteil, wenn du so eine GPS-Daten hast, weil du guckst, wo war denn das jetzt noch genau? Ja, und hast das sofort am Mann. Das ist schon nicht schlecht, ja. Der Elias, der sagt hier, dass es mit der R besser war als mit der R5. Da würde ich nochmal nachforschen. Das hört sich jetzt nicht so ganz, nicht ganz sauber an, ehrlich gesagt, weil das, also meiner Meinung nach ist das wirklich mit beiden ganz gut gelöst. Aber gut, Ja. das müsste man sich dann im Detail dann auch mal angucken. Genau, Ja. Udo. Ich hatte noch mal, genau, Udo hat gerade geschrieben, ich hatte zur Kamera Connect App. Da habe ich es tatsächlich auch ja mal in live gezeigt. Wie sieht es bei mir aus? Ne? Wenn ich Kamera einschalte, wenn sich das verbindet, wie ist vor allem die Übertragung? Also nicht mehr dieses Abgehackte, sondern es war, ich habe wirklich ein super flüssiges Live-Bild. Und daraufhin haben natürlich dann einige geschrieben, ja, ich habe das jetzt auch bei mir hingezogen. Und oft ist es tatsächlich dann so, dass es an den Android-Geräten, an dem Endgerät, weil das muss ja natürlich auch die Geschwindigkeit und die Performance unterstützen von der App. Ja, die Ja. R5 hat ja schon auf 5 Gigahertz, ne? Also da muss Ja. man auch, also das schnellere WLAN, da muss man dann halt auch gucken, Ist das dass alles das Gerät kompatibel? Ja. überhaupt versteht und kann vernünftig, weil oft hat man dann halt das Problem, wenn das aktiv ist, dass dann auch schlechter ist, 2,4 wenn nur. das Gerät es Ja. nicht richtig unterstützt, das Ja, andere. ja. Da muss man halt ein bisschen auch mal gucken, wie, was, warum geht und was man da alles damit machen kann. Ja, ne? Von daher. Ich finde schon die Entwicklung Richtung Software, dass es immer mehr Richtung Software geht, ist schon beeindruckend. Ne? Also wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass es eigentlich nur alles Software ist, aber was sie an Paketen jetzt zusammenbauen, das ist ja ist schon spannend. Mal sehen, was dann als nächstes vom Autofokus noch spezial erkannt wird, ob da noch ein Unterschied zwischen Braut und Bräutigam vielleicht kommt, Ja, wo man dann sagen also kann, es gibt bestimmt immer die Braut. Kuhhinternerkennung oder so. Ja, immer nur die Braut fokussieren oder Ja, sowas. genau, ja. Nur Oder hübsche Bräute. Oder ja. Okay. vielleicht gibt es da so Vorlagen. Also. Ja. Nee, aber es ist schon nett, das Update. Ich bin gespannt, was es am Montag gibt. Ich bin Ha. gespannt, 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 gespannt. Ich darf dir das gar nicht sagen, ne? Das ist richtig teuer. Hier, ich glaube, ich muss 20.000 € Strafe bezahlen, wenn ich was verrate. Ja, Irgendwas du. steht da drin. Ich frage mich gerade, ob du das überhaupt schon anteasern durftest. Was ja, ich weiß ja nicht, wo es gibt. Ach Also, so. es geht ja, die Verschwiegenheitserklärung ist für den Termin am Montag. Ach so, genau. Ich Okay. weiß ja nicht, was es gibt. Keine Ahnung. Ich lasse mich auch. Ja, Ja. ich finde, also ich bin gespannt. Also, wie gesagt, man kann ja immer so ein bisschen darüber nachdenken oder hat natürlich meinen Gedanken losgelöst hier wieder. Ja, und ich muss. Es kann Also sich wegen den natürlich Objektiven machen die. tagelang nicht schlafen. Wegen Also ich glaube auch eher, dass es ein Objektiv geben den wird. Objektiven machen die nicht so einen Aufwisch. Das ist. Das kann natürlich sein, ja. Also das letzte Mal, wo das Nee. tatsächlich war, da ging es um die. Ja, das letzte Mal, wo es war, ging es um R6 Mark II. Da Ja, muss ich ich, wollte da gerade haben sie auch sagen, wirklich. so viel Aufwand für ein Objektiv haben sie noch nie gemacht. Da tauen die einfach raus. Das ist Tja. R5 Mark II. Na, da wäre mal. Aber fehlt Bin uns denn gespannt. sonst noch im Line-up die R1? Ja. Ja. Braucht kein Mensch. Braucht kein Mensch. Brauchst du einen Rollkoffer für wahrscheinlich Ja, nachher. genau. So eine Genau. Fotomaschine, Ja, Fotofabrik. genau. Ja, aber Ja, nee. da immer noch, haben die sich immer noch Luft nach oben gelassen, ne? Ja. Eins ist ja, gibt ja einige Spekulationen schon, ne? Aber da habe auch ich tatsächlich null Infos irgendwie, was da Ja, aber Wahnsinn, ob ne? und was. Ja. Also Und in welchem Bereich soll sich das auch ansiedeln? man sagt ja eigentlich schon, boah, das ist mit der R3, da sind die Profis auch, glaube ich, so wie man hört, mit Netzwerkanschluss, die haben ja auch Ja. Ethernet-Anschluss und alles, haben die ja alles. Und da hört man auch nirgendwo einen, der sagt, boah, hat eine schlechte Kamera, Vielleicht muss nach ja. oben raus, bis 100 Megapixel oder irgendwas. Das Ja, wäre eigentlich nur die noch Spiegel das. von Grafen dann nochmal so, Ja. ne?
Fashion-Fotografie. Also super, also das wahrscheinlich aber in den super High-End-Bereich, ne? Aber ich bin gespannt. Spannend, spannend, spannend. Also ich vermisse im Moment tatsächlich nichts. Hatte ich aber auch, bevor ich die R6 Mark II hatte. Ja, hast du auch nichts vermisst. Man wundert sich, dass man da immer noch wieder angeteasert wird und dass die Leute da oder die Entwickler da trotzdem noch irgendwelche Sachen entwickeln. Im Übrigen, liebe Zuschauer, ihr müsst auch, kriegen, ne? Also, ihr müsst auch nicht denken, dass alles, was wir vorstellen, dass ihr das haben müsst. Ne? Das, nein, mich hat letztens hat mir jemand geschrieben auf Instagram und hat gesagt, ja, ich habe leider deinen Kanal deabonnieren müssen, weil ich komme, weil du so viele neue Sachen vorstellst und ich komme mir immer dann mit meinem Zeug so schlecht vor. Das, ja, das geht ja im Endeffekt geht es ja nur darum, dass, ich sag mal, du hast 10 Leute, 7 davon sind mit ihrem zufrieden und 3 suchen was Neues. Und dann ist es natürlich gut zu sehen, was gibt es denn aktuell auf dem Markt? Ne? Das ist ja nicht dieser Zugzwang. Viele fühlen sich, gerade wenn sie unsere Videos gucken, so ein bisschen im Zugzwang. Ne? Ich muss das jetzt auch haben, obwohl ich es vielleicht gar nicht brauche, weil es ja neu und das und davon muss man, glaube ich, wegkommen. Ich glaube, das ist, da muss er sich immer wieder vor Augen halten, weil die Bildqualität ist, glaube ich, an einem Punkt, wo wir nicht mehr die Riesensprünge machen. Nee, also R6 Mark II, Bildqualität, Dynamikumfang, ISO-Verhalten, war die R6 schon gut. Da hat sich, und das habe ich letztens noch bei der Panasonic, ich weiß nicht, ob du da ein bisschen was verfolgst, da haben wir jetzt die, ich weiß noch nicht mehr, wie sie heißen, Lumix S5-2, bla bla bla, jetzt mit Phasen aus oder AF. Und irgendwo nach 3-4 Tagen hatte dann irgendeiner die und hatte die Bildqualität von der und da kam dann so ein bisschen raus, ja, AF kann sie jetzt, aber der Sensor ist sonst der gleiche. Ja, auch schön, ne? Ja, nee, aber da merkt man schon, da ist ja auch physikalische Grenzen, ne? Ist ja alles auch irgendwo wahrscheinlich begrenzt, was da nachher, obwohl das haben wir früher wahrscheinlich auch gedacht, aber ist dann schon. Pass auf, das brauchst nur du, was du willst. Das braucht kein anderer. Das ist nur für deinen Vloggen brauchst du das. Bei HFR. Ja, er hatte mich ja gefragt, ob das nicht geht, gerade bei den bei Slow-Motion-Geschichten, ob er Endo nicht aufzeichnen kann. Ach so. Ja, ich würde ja einen externen Rekorder empfehlen. Ne? Ja, da geht das dann. Ja, genau. Machen, aber nee, das habe ich tatsächlich noch nie gefragt. Hier ist noch jemand, der Spekulationen, 61 Megapixel sind natürlich klasse, wenn man sie nicht bearbeiten muss. Genau. Aber nee, die sind ja auch meistens dann irgendwo runterziehbar. Und klar, wenn man da vorgeschaut hat. Kroppen ist es natürlich mega dann, ne? Da also, hat man natürlich noch Luft nach oben, wenn es dann wirklich echt 61 Megapixel sind und nicht so hochskaliert. Und das ist ja bei Ken unwahrscheinlich, dass die das dann irgendwie nur so rumbasteln. Dann ist das schon eine feine Sache. Ne? Aber es ist spannend, es bleibt spannend, es kommt immer wieder was Neues, aber man braucht eben tatsächlich nicht alles Neues. Aber man sieht auch, irgendwo Ken bewegt sich mittlerweile weiter in den Videobereich auch rein, weil ich glaube, beim Fotografieren ist da auch irgendwo. Ne, es ist so ein hohes Level erreicht, dass du kleine Sachen noch machen kannst. Ja. Du kannst kleine Schritte im Update machen. Ne? Da wird es jetzt nicht mehr den großen Wurf geben. Ne? Aber im Videobereich haben sie ja eben noch ein paar Sachen gehabt, wo ich auch sagen muss, R6 Max, ist schon, im Videobereich, das ist schon mega. Ne? Ja. Also das macht schon echt Spaß. Ja. Wir haben ja ein paar Projekte auch noch dieses Jahr. Ich will auch gar nicht zu viel vorgreifen. Ich möchte ja vielleicht das eine oder andere Video, Dirk hatte ich es, glaube ich, schon erzählt, mal auch ein bisschen vielleicht außerhalb von YouTube platzieren. Und das wird dann wahrscheinlich, also videotechnisch, mit der R6 Mark II. Aber da muss ich auch sagen, wenn man so hochwertig produzieren will mit Fallschwaben und sowas, die R6 dann jetzt auch alles kann im Videobereich, ne? Ja. Man da super aufgestellt. Ne? Und selbst wenn du jetzt mit einem externen Rekorder und wenn man jetzt ein bisschen professioneller filmt, externer Rekorder, dann nimmst du 6K auf, kannst da reinkroppen ohne Ende. Also, ist schon wirklich, da sind wirklich noch andere Sachen möglich. Ne? Und die soll ja auch vom Downsampling und so soll die auch noch gut arbeiten. Das habe ich alles noch gar nicht richtig getestet, aber das ist ja 700 Tipp. Guck mal, Michael wird umzwischen von der 700. Wieso machst du das? Ich habe die auch noch. Guck mal, ich habe meine hier gerade vom letzten Video noch liegen. Die 700D habe ich auch immer. Ich finde die noch so cool. Es ist jetzt tatsächlich auch noch mein letzter digitaler Spielreflex.
Also das ist so, das alles andere so analog, was ich habe. Ansonsten bin ich komplett Also ich umgestiegen. stell mir das gerade vor, wenn man jetzt so 4, 5 Jahre Pause hatte in dem Hobby und jetzt tatsächlich von der 70, die oder so jetzt Das ist nicht schlimm. in den Fotoladen geht, jetzt stellt man da erstmal fest, okay, der Laden heißt jetzt nicht mehr Mediamarkt oder Saturn, sondern Saturn Genau. Mediamarkt. Das ist ja Ja. ehrlich. Ja, und dann guckt man da in der Auslage und denkt wahrscheinlich, das ist ja, ne, wenn man Ja. da ein bisschen in der Nachbetrachtung guckt, was da alles so sich getan hat, das ist unvorstellbar. Selbst jetzt 3 Jahre alte Kameras kannst du ja kaum normalerweise Ja. 700D, keine Ahnung. Uwe sagt hier 11 bis 24 mm. Ja, auch cool. Ja. Ja, oder ist angekündigt. Ich guck mal eben. Aber da bin ich gespannt, da wird es natürlich wieder schwierig, 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 sehr weitwinklig mit der Filterfotografie. Ja, ob du da mit einem 100er-System hinkommst, das bezweifle ich. Da wird es dann wieder ein 150er-System werden. Auch schwierig. Aber für Astro klar. Ne? 11 bis 24, Offenblende 1,8, 6.400 Euro. Nein. Und jetzt als L-Linse von Canon. Oh, ich habe hier, warte. Ich kann euch das ja mal zeigen. Wartet mal. Der hat was gefunden. Ja, wenn wir hier noch ein bisschen. Oh Gott, oh Gott, so geht es nicht So ist jetzt. gut. Ja, so geht's. Bild in Bild. Mach mal deins groß. Hau den Ja, Uwe weg. warte, jetzt habe ich hier. Okay, Stück für Stück. Erstmal die Uwe ausblenden. Warte, warte, warte. Eins am anderen hier. So, machen wir das mal hier. Da müssen wir das hier mal wegnehmen. Und dann können wir das mal hier drauf nehmen. So, das ist so, was kennen Rumors, das kennst du ja wahrscheinlich auch, oder? Bist du noch da, Rico? Also dich ganz wegnehmen war jetzt nicht so schlau, warte. Okay. Also, so, Ich habe es aber. gelesen. R5 Mark II Ja, was so ist die Ken Rumors Überschrift. so erzählt, ne? Naja. 31 Megapixel Dual-Digi-Prozessor, das wäre ja auch schon krass, oder? Ja. 8-Stop-IBIS. Wir reden immer, das wäre jetzt der digitale, ne? Pixelschiff braucht kein Mensch, glaube ich, oder? Willst du Pixelschiff? Nein, brauche ich nicht. Pixelschiff? Ne? Ich finde ja solche Sachen wie Pixelschiff und so, finde ich ja immer. Ein bisschen schwierig, weil das Motiv wartet halt nicht so lange. Das haben die OM-Kameras oder OMD1 oder wie sie heißt. Genau. Auch Probleme. Was haben wir jetzt? Oh, zwei CF-Expresskarten, weil eine so recht Ja, günstig ist. weil die so günstig sind. Genau, hat man sich gedacht, hey, wir nehmen die Standard günstigen. HDMI-Port. Ja, gut, warte, jetzt gucken wir mal, Ja. dass wir hier wieder einigermaßen vernünftiges Bild kriegen. So, da bist du wieder. Ja, spannend. Aber tatsächlich, man merkt schon auch an diesen Rumors, wenn man die jetzt sich mal anguckt, da ist jetzt nicht so, wo man sagt, ah, hurra, er hat drauf gewartet. Ja. Was ich wohl bei dem Klaus letztens gesehen habe, der hat das Nikon 400er mit 2,8 mit einem Konverter drin. Mit einem optischen Okay. Konverter. Ja, stimmt. Stimmt. Ja, habe ich auch gesehen. Den kostet so wie ein Kleinwagen. Aber das sind natürlich dann nochmal so Sachen, wo ich denke, oh, für so Tierfotografen und so. Im Ja. Alltagsbereich auf jeden Fall, ja. Ja. Ansonsten hast du ja doch mit dem Konverter was Verlust. Der kann doch so teuer sein. Ich habe ja auch den Original Canon da, den einen, welchen habe ich denn? Den Ein Vierer oder 2.0? ein Zweier? Ja. Nee, den 2.0er habe ich da. Okay. Hast du trotzdem. Da ist Verlust im Bild, in der Ja, Schärfe. Ist einfach so. ne? Ja. Ja. So, ja. Der Udo sagt, wir kaufen doch nicht bei solchen Läden, bei den Ketten muss man auch nicht kaufen. Da gibt es die Fachhändler, die sollten wir auch unterstützen. Akazi habe ich ja auch meine R6 Mark II her. Vielen Dank, das hat ja super geklappt. Ich musste nicht durch die Weltgeschichte fahren, um meine Ich R6. wollte ja gewinnen. Ich war aber bei Fotohama und die sind sehr freundlich und sehr kompetent. So. Ja, aber Und die Akazi. war auch Lass mal. lieferbar. Lassen wir Und einen das. tollen Preis habe ich bekommen. Ja. Dirk möchte jetzt nicht mehr dabei sein. Der ist einfach mal ausgestiegen. Auch schön. Ihr Lieben, sehe ich nur den Dirk nicht mehr oder ihr nicht mehr? Schreibt es mir mal bitte in die Videokommentare. Guck mal, geht hier sofort alles aus, hier, wo wir hier Ja, anfangen. zack. Ja, siehst du?
Du hast zu viel Werbung außerhalb von ja, genau. nicht zulässig. Geht hier sofort. Nein, aber tatsächlicherweise, also wenn, dann sollte man doch einen Fachhändler unterstützen, ob das jetzt Futurama oder AHC ist. Ja. Die sind beide. Das sind halt wirklich noch. Hohe Niveau. Ne? Und ja. Das sollte man auf jeden Fall auch beherzigen, weil die Ketten, das ist dann relativ lieblos, auch wenn man 10 Euro billiger kriegt. Das macht keinen Sinn. Spätestens, wenn ihr was in Zahlung geben wollt, ist das immer ein Problem. Und ich bin jetzt Adiex-Flucht. Ich wusste, dass sowas kommt hier. Ne? Technische Probleme. Ich kenne mich mit dem Zeug hier nicht so gut aus, bekannterweise. Von daher, ich habe hier so eine. Kennst du das hier? Du hast kein Apple, ne? Nicht zum Streamen. Ich habe hier mein Apple und ich habe die Maus da dran. Ja. Ne? Wenn da einer rüberwischt, dann gehst du in der Historie, ich leg die jetzt auch mal vorsichtig weg, irgendwo hin in die Vergangenheit deines Browsers, was jetzt beim Streamen nicht unbedingt förderlich wäre. Nee, genau. Jetzt zeigst du mir nachher, wenn die Leute raus sind. Ja, also ganz ehrlich, ich kann nur wirklich empfehlen, gerade in diesen Preisbereichen, wo wir uns ja mit der R6 Mark II auch bewegen, kauf beim Fachhändler. Die Beratung. Und manchmal können die tatsächlich einen besseren Preis machen. Ist einfach so. Genau, wenn man mit denen ehrlich und offen spricht und nicht einfach über einen Online-Shop da kauft. Ruhig mal nachfragen. Also nachfragen finde ich, ne? Also mehr als Nein oder der Preis steht. Ja, die helfen euch beim Cashback, die stehen für Fragen zur Verfügung, wenn irgendwo mal Probleme sind. Ja. Die haben das Know-how, die haben die Verbindung und Connections und die nehmen auch gerne in Zahlung und man hat da keinen Ärger, man gibt das Zeug ab und dann die sagen einen Preis und da kommt man eigentlich wieder. Du hast ein Paket halt, du musst dich nicht drum hier, was ist letztes Preis, weißt du, bei eBay Kleinanzeigen. Ja, kannst du liefern. Kannst du persönlich vorbeibringen. Kannst du noch einen Döner mitbringen. Oder die Kollegen hier, die jetzt wirklich in diesen größeren Elektromärkten arbeiten, die verkaufen eine PlayStation 5 und dann eine Canon R6 und dann ist auch tatsächlich oft schwierig in den großen Märkten, ich sag mal Fachmärkten, tatsächlich jemand auch in der Fotoabteilung zu bekommen, der auch kompetent ist, ne? Ja, genau. Der auch wirklich sich dafür interessiert. Es gibt ein paar, will ich nicht abstreiten, ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass da alle keine Ahnung von haben, aber oftmals ist ja das Einsatzgebiet tatsächlich so groß, was sie abdecken müssen. Also du kannst es ja gar nicht. Nein. Da jetzt einen zu haben, wenn du den fragst, Mensch, die und die Kamera, da habe ich dann gesagt, ja, guck mal da hinten, ob die da drin ist. Ich habe beide Seiten schon erlebt. Ich habe hier in meinem Nachbarort, da haben wir so einen Elektronik-Fachmarkt. Da ist einer, der die Fotoabteilung macht, der hat da Herzblut und Wissen. Tatsächlich, aber ich war auch schon in anderen Märkten, Da stand ich hinter Beratungsgesprächen und da lief mir eiskalt über den Rücken und da muss ich den jetzt vor dem Team eintreten oder wie gehe ich dann? Schade um die Zeit. Ja, man fragt sich, ist das schon Richtung Betrug teilweise, ne, was die da einen verkaufen? Ne? Also man darf da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich weiß hundertprozentig auch nicht alles über Fotografie und so, aber wenn da so wesentliche Sachen wirklich da verhauen. Digga, pass auf, ich muss noch einen reinhauen. Ganz kurz. Leute, muss ich euch erzählen. Ich bin gerade am Überlegen. Könnt ihr mir mal in den Chat schreiben? Und zwar bin ich am Überlegen, ob ich ein Video mache. Und zwar habe ich so eine geile Werbung bei Instagram gesehen. Habe ich dir das erzählt, Dirk, mit der Drohne? Nee. Leute, pass auf, ich habe eine absolut, absolut geil. Also richtig gut aufgebaut. Und zwar, vielleicht habt ihr schon mal bei Instagram gesehen. Und zwar, zwei deutsche Ingenieure arbeiten bei einem chinesischen Hersteller als in der Ingenieursabteilung und haben dort für viele hunderte Euro quasi Drohnen entwickelt und sie konnten das nicht mehr ertragen, dass so viel Gewinn gemacht wird mit diesen Drohnen. Und das ist schon geil. Und als Unternehmer, nein, es ist. Ich kann mit dem Gewinn, das kann ich nicht. Haben sich selbstständig gemacht, ein geiles Werbevideo, ne? Haben sich selbstständig gemacht mit einer Drohne. Und die kriegst du jetzt statt für 189 für 99 Euro. Ich habe mir das mal alles abgespeichert, wie das so vom Verlauf so geht. Ne? Und dann allein in dem Videoclip zeigen sie vier verschiedene Drohnen. Also angefangen von zwei haben einen Gimbal, eine hat keinen Gimbal, dann ist wieder eine DJI, aber ohne Branding mit. Okay. Und mittlerweile habe ich die Drohne gefunden bei Kaufland, kannst du die bestellen. Die haben ja auch so eine Plattform, wurde eben so ähnlich wie AliExpress mittlerweile. Da kostet, ich glaube, 29 Euro. Ist das so mit dem schwarzen Ding, was du da schon mal hattest? Nee, aber so ähnlich. Und du siehst dann in den Detailaufnahmen nachher, die hat gar keinen Stabilisator. Und dann blenden sie Fotos, also Videos ein, ne? Die dir nur mit einem FPV machen kannst. Also so aus dem Sturzflug und so weiter, alles möglich. Hochauflösendste Fotos und Videos in HD.
Also ich Okay. glaube, das ist für mich echt Betrug, weil da fallen wirklich leider viele drauf rein. Wenn du das siehst, die Produktpräsentation, die ist wirklich astrein. Aber das ist doch Ja, Verarschung und dann auf ganz, ist ganz hohem Niveau. ja genauso die Schwelle, wo Wo dann du dich nachher, du in kriegst was. der Bubble, Genau. ne, wie Wald oder so nachher produktmäßig Ist zu dagegen. teuer, genau. Du kriegst Das jetzt für 100 Euro diese Drohne und vor allem ist ja das perfide, viele denken ja dann eben auch, ja, ich kaufe es über PayPal, bieten sehr großspurig an. Kauf über PayPal, ihr habt die Sicherheit, klar. Du bekommst ja aber den Artikel. Du ja. hast keine, was viele ja denken, wenn ich bei PayPal jetzt einen Artikel Bin ich kriege, der mal gar nicht so ist, nicht. du bist nicht versichert. Du hast einen Artikel und der funktioniert und damit hast du keinen Anspruch auf Geld zurück, wenn der den Beschreibungen dort entspricht. Und da muss man wirklich lesen. Und da habe ich wirklich überlegt, ob ich da tatsächlich, ob ich das mal einblende, was sie da machen. Weil ich glaube, viele, alleine schon bei Trusted Pilot haben sie Bewertungen. 4,8 von 5 Sterne. Ich würde es ganz Wenn du schön so, gebrauchen. wenn du so eine Einblendung hast, ne, dann musst du die klicken können. Das heißt, das muss ein Button sein, der wird, also es ist quasi ein Iframe, das wird eingeblendet auf deiner Seite und den musst du klicken können. Da ist es einfach nur ein JPEG, was ich auf die Seite gepackt habe. Also selbst gebastelt. Ey, ist das übel? Ja, Ja, das müsste doch verboten werden. Weißt du, ich finde, und und du weißt halt ja auch selber, was wir teilweise an Zeug finden, was wir kaufen natürlich. und so. Ja. Die kochen alle nur mit Wasser und man kann Also ich gegen war jeden ein bisschen enttäuscht von Rollei. Ich ja, habe die noch boah. nicht getestet. Ich gucke mal, ob ich einen davon testen kann. Aber Leute, die sind ja auch in dem Bereich 100, 120 Euro, was sie da anbieten als Drohne. Also. Also ich war echt auch lange Fan von den Produkten von Rolei. Also die Lampen, Aber mit das den hier, Drohnen. was hier leuchtet. Ich Ja. habe die Stative, bin ich auch super mit zufrieden. Aber dass Jetzt die ist, jetzt aber sie gehen halt einen raus aus. zahlenden Fotokunden jetzt mit Thermostatwerbung und Heizungsthermostate und Drohnen für 100 Euro. Die Drohne kann ich ja noch verstehen, die kann man dann auch mal so ein Geht nur, Fotokunden passt auch mit ins hauen. Sortiment. Ja, aber jetzt Smart Home ist zwar interessant, aber Leute, ihr verscherzt euch das wirklich tatsächlich mit allen. Mit den Ihr macht Kunden. euch zur super austauschbaren Marke. Ihr packt euer Label nachher überall für drauf. Wir haben doch jahrelang dafür gekämpft, Roller wieder als Fotomarke verstanden zu werden. Richtig, Und ja. jetzt wird wieder alles mit. Aber siehst du ja, wahrscheinlich ist der Umsatz schwierig am Markt halt, ne? Du musst Ja. dann eben Aber gucken. da gehört auch mittlerweile X-Markt. Ah, nee, da ist. Nee. Ich dachte. Sie haben halt Kooperationen, ne? Sie haben ja Ja, ich dachte. verschiedene Sachen mit dem Angebot. Ja, genau, aber Lovo Pro ist, glaube ich, mit Manfrotto mittlerweile ja zusammen. Das ist, Ja. glaube ich, ein Konzert und so. Da gibt's, aber Roller gehört da nicht zu. Ich Der dachte. Roller hat sich aber meine Filtertasche schicken lassen. Die Produktentwicklungsabteilung, Produkt- und Marketingabteilung hat gefragt, ob sie gerne mal eine Filtertasche wollen. Wir haben könnten, weil sie hätten vielleicht. Aber das ist ein schwieriges Thema, weil das ist natürlich auch preislich. Die haben ja ruckzuck, Ja, ich wollte weißt gerade sagen, du, haben sie dich ja kaputt gemacht. das ist noch nicht mal ungefährlich, glaube ich, mit dem Nee, Ding. deswegen, ja. Da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Ja, aber schade, ich Roller kriege ich das sowieso nicht mit, aber war wirklich, das ist für mich dann so ein Logo. Ne? Das war, Aber es macht KNF jetzt auch mit den Drohnen, ne? Hast du mal, guck mal auf die Website, gibt es jetzt vier ja, aber die verschiedene Drohnen. Drohnen natürlich. Allerdings Also, ich Drohne hatte nur. im guten Preis- und Leistungssegment, tatsächlich. Ja, Vielleicht gucke ich mal, ob ich an eine rankomme, dass ich die mal teste. Also, Gar nicht, also wirklich Konkurrenz für DJI, muss ich sagen. Oder wenn für es dann so Intuition. ist und dann den Level auch erreichen will, dann ist das Ja. okay. Aber wir hatten ja beide mal diese komischen schwarzen Drohnen, die. Boah. Dirk, ich habe die immer noch. Pass auf, die liegt hier. Wenn du auf die Ja. Packung oben rauf drückst, geht bei mir immer ich lege die immer von links nach rechts, diese Packung. Und dann geht immer die Drohne an da drin. Schon nur, wenn die Packung in die Hand ist. Das Ding Allein, ist wenn wirklich. man die auspackt, hat Plastik schon. Ja. Wo man Immer denkt, gut. hallo, was ist Und denn die hatten da? richtig Unverständnis, ne, warum mein Video jetzt so ausgefallen Ja, ist. ich habe den ja x-mal geschrieben. Ich sage, ich mache ein Video, dann wird es aber nicht so gut. Habe ich ihn auch geschrieben. Ja, das ist kein Aber Problem. Ja. sie hätten mir doch das Produkt geschickt. Ja, Ja, haben sie. genau. Guckst du meinen Kanal nicht? Stimmt nicht mit Ja, dir. aber ich kann auch jetzt nicht da. Also, entweder sage ich, was Sache ist, dann ist es nicht Ja. gut, oder ich. Also, das ist ja. Ja. Ich denke, das ist ja eine Option, wo auch ein Hersteller mit leben kann. Er muss. Also, ich werde da nicht irgendjemand auf meinem Kanal sagen, hey, ich feiere das Produkt. Entweder sage ich, wie es ist, oder ich mache halt kein. Deshalb mag ich den Dirk so. Ja. Deshalb, weil wir da ticken wir gleich. Ja, Das du ist halt sagst das ja einfach noch so. besser. Du sagst ja auch richtig, wenn du Mist ist, aber ich bin. Du machst kein Video darüber. Ich finde, die Leute müssen auch Ich habe informiert keine werden. Zeit. Ich will da noch ein extra Video. Nein, ich finde halt, ich weiß, oder wenn man dann sein sauer verdientes Geld solchen Produkten hinterher speist, ne, und Ja. dann wirklich, Und du bist ich finde enttäuscht. das so. So Sauerei. Was da manchmal an Produkten auf den Markt geschmissen werden.
Also da muss da auch jemand da irgendwo mal getestet haben und gesagt haben, boah, das ist einfach nicht machbar. Ja, aber jetzt haben sie 10.000 Stück davon produziert, was soll denn machen? Da muss da vorher einmal jemand. Nein, mach ich nicht. Auf dem Reispresser sah das gut aus. Ja. Auf dem Reispresser bestellt haben. Ah. Ja, verdammt. Ja, wie werden wir es jetzt los? Nee, aber ich mache das tatsächlich dann so und schreibt die an und wenn die sind dann oft dann natürlich nicht zufrieden mit, aber ich finde auch mittlerweile die Erwartungshaltung von denen ist dann so, ja, aber du hast das doch gekriegt. Ja. Ja, du musst ja auch nur den Zoll bezahlen. Ein tolles Video musst du jetzt machen. Ja, ist es toll. Ja. Ja. Gut. Oh, guck mal hier, Rico. Silke hat gefragt. Ja, Silke, wenn die Druckpreise für Papier wieder runtergehen. Ja, also es wird eine kleine Auflage geben, aber wirklich nur eine kleine, weil das echt tatsächlich im Moment, das ist ein Akt, aktuell was drucken zu lassen. Also ich habe im letzten Jahr das Filterfotograf-Buch noch zum Jahresende nochmal, ist ja die zweite Auflage rausgekommen. Ich habe die Technik, die drin ist, wir haben auch einige gefragt, Filterfotograf-Buch, zweite Auflage, lohnt sich das neu zu kaufen? Also wenn ihr die erste Auflage habt, braucht ihr euch nicht die zweite kaufen. Ist tatsächlich so, dass ich ein paar Neuerungen in den Abbildungen gemacht habe, dass das quasi immer auf dem aktuellen Stand bleibt. Rico. Wieso? Ja, guck mal hier. Ja, perfekt, perfekt, perfekt. Und da habe ich schon tatsächlich, sind die Druckkosten, haben sich verdoppelt. Boah. Und da reden wir ja nicht mal eben von, wenn du, und du musst ja auch eine gewisse Masse nehmen. Das ist ja nicht so, dass ich jetzt sagen kann, ich nehme jetzt einfach nur, dann nehme ich nur 50 Stück. Ja, da gucken die dich an, kannst vergessen. Und wenn du dann die Abnahmemasse nehmen musst, wo sich das rentiert, und das hat sich verdoppelt. Ja. Ich habe ja noch ein paar andere Sachen. Es gibt ja auch im Bereich Filtertasche noch demnächst ein kleines Update. Ja. Die gibt es, glaube ich, ne? Madeira-Fotoreise im Herbst, Uwe. Habe ich ja schon angesprochen. Wir sind tatsächlich am Überlegen, ob wir die ansetzen. Wir werden jetzt erstmal Madeira Ende März abwarten. Denn wir haben da auch Nachrücker mit drauf. Wir hatten jetzt zum Beispiel einen, der hat abgesagt, weil dem geht es Gesundheit nicht so gut und so. Aber tatsächlich ist ja eine große Nachfrage da und wir haben wirklich überlegt, ob Madeira erstmal ist mega von der Location her auch her und von den Spots. Wir haben dieses Jahr auch neue Spots mit drin. Ja, wahrscheinlich wird es im Herbst. Also ich werde es rechtzeitig dann natürlich ankündigen. Genau. Ist ja auch immer so eine Sache. Das ist nicht ganz so einfach, diese Fotoreisen. Denn wir wollen es ja, wir machen es ja mit TUI zusammen, also quasi in Kooperation mit dem Reisebüro, so ein TUI-Reisebüro. Und das größte Problem ist, Einzelzimmer zu bekommen in den Hotels. Denn es gibt ja die meisten Hotels, die du hast, die haben ja ein Kontingent, aber die haben nur Doppelzimmer. Die möchten natürlich auch den Preis dafür haben. Und das schaffst du nur tatsächlich über jetzt wie TUI, dass in diesem Jahr Madeira war es tatsächlich so, dass das Hotel, wo wir im letzten Jahr waren, das hat gesagt, wir möchten das lieber gewinnbringend dann natürlich das Doppelzimmer abgeben. Ne? Und du kannst natürlich dann nicht den Preis für ein Doppelzimmer, wenn du Einzelbelegung hast. Und ich persönlich, das ist meine Meinung, möchte, wenn ich auf eine Fotoreise gehe, nicht mit vielleicht jemandem wildfremden ins Zimmer gehen. Ja, das kann passen, aber das finde ich schwierig. Und das ist natürlich das größte Problem, dass du ein Kontingent kriegst, wo dir einer sagt, pass auf, wir geben dir mal einfach mal 15 Doppelzimmer zu einem vertretbaren Preis mit Einzelbelegungen. Ne? Das ist dann schon wirklich, da bin ich schon froh, dass TUI dann so hintersteht. Ich glaube, TUI hat da mal auch jetzt bei der aktuellen Sache jetzt Ende März mal ein bisschen auf den Tisch gehauen. Das ging wohl auch irgendwie erst nicht so richtig und dann hat sich da irgendwie die Hauptvertretung mit eingeklinkt und zack, hatten wir plötzlich unsere Zimmerbestätigung für das Hotel. Ja. Genau, das bedarf natürlich auch ein bisschen Vorplanung und sowas. Ne? Und, aber wir haben schon drüber gesprochen mit TUI, weil tatsächlich so viele gefragt haben, auch im Herbst. Und im Herbst ist eine gute Temperatur jetzt wieder. Wir haben jetzt im März sind es nachher so, also nur 20 bis 25 Grad auf Madeira. Ansonsten, letztes Jahr hatten wir es ja ein bisschen später nach hinten raus. Das ist schon warm, ne? Und da ist kein Schatten. Wir laufen bei vielen Sachen. Das ist ein bisschen im Dschungel unterwegs, aber das war ein bisschen toll. Na gut, natürlich nicht für mich. Ja, genau. Ja, aber cool. Also ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Und im Herbst wäre natürlich nochmal so ein, ja, vielleicht auch ein Spätherbst irgendwie rein, ne? Wenn es bei uns schon mal so ein bisschen ungemütlicher wird, dann ein bisschen Regen und Laub vielleicht runter oder irgendwie. No. Workshops im Übrigen, ich habe aktualisiert bei mir auf der Website, wer Lust hat, wir starten im Frühjahr, gibt es im Harz einen Workshop, den hatten wir letztes Jahr das erste Mal angesetzt und dort wird es im Frühjahr und im Herbst eine Harz-Tour geben, dann jeweils Samstag und Sonntag. Wir hatten im letzten Jahr auch Samstag und Sonntag.
Samstag wird es einen langen Tag geben, da Sonntag viele angemerkt haben, ja, ich muss jetzt auch vielleicht ein bisschen weiter nach Hause fahren, gibt es am Sonntag dann eine abgespeckte Version. Ja, also quasi so eine Halbtagstour. Ne? Wir werden trotzdem die Highlights mitnehmen, ist aber halt ein bisschen kürzer. Ne? Für alle, die vielleicht auch sagen, Mensch, ich möchte vielleicht auch keine 8 Stunden irgendwie so laufen, traue ich mir nicht zu, die könnten da gucken. Und auch wieder die Tagesworkshops sind mit drin. Und am besten, wenn ihr bei mir auf der Website seid, Newsletter abonnieren, alle Newsletter-Abonnenten bekommen, weil ja natürlich auch so Geschichten schnell ausgebucht sind. Sächsische Schweiz gibt es dieses Jahr auch wieder. Das ist ja schon jetzt dann, hat ja schon fast ich in Osterferien. Status. Nee, im Herbst. Sächsische Schweiz im Herbst, weil das ist schön bunt. Wir waren ja dieses Jahr auch in der Sächsischen Schweiz, genau, also war mega, ne? Also wirklich gute Geschichte. Uwe, ich lege es gerade, Ferienhaus als Alternative. Das ist noch schwieriger, ein Ferienhaus. Werde ich dir sagen, warum? Weil du kein Ferienhaus findest, in dem du gleich große Zimmer hast. So, und dann hast du zwei Zimmer, sag ich mal, zwei so ein Elternschlafzimmer, sag ich mal, große, wo dann ein Bad ist, dann hat einer ein Bad separat und dann geht's schon los. Wie willst du das preislich festmachen? Ne? Dann sagt der eine, ja, jetzt hast du das, ich habe den gleichen Preis bezahlt, weil es sollen ja auch tatsächlich, soll ja jeder Teilnehmer unterkunftstechnisch gleichgestellt sein. Ne? Aber wenn du dann eine Mischkalkulation machst und sagst, hier Preis X und der eine hat dann ist das Zimmer einen Meter kleiner. Ja, also das sind so Sachen, die kann man ausklinken. Ne? Das muss man sich dann, die Diskussion muss ich auch vor Ort nicht haben. Da kann man sich lieber aufs Fotografieren stürzen dann. Ja, warte. Genau. Weitwinkel für die R6 II. 1535, 2500 Euro. Oder 16 mm als Festbrennweite. Ja, oder das 1435 F4. 1435 als Alternative. Auch gut. Also hat ja gut ab. Ne? Hatte ich auch im Test, habe es ja auch verglichen mit dem 15. Muss ich sagen. Habe ich fast ein bisschen geärgert. Ne? Das ist 1535. Ja, aber wenn du die Offenblende für Astro haben willst, dann musst du den sauren Apfel beißen. Weil die F4 bei Astro. Wenn du jetzt nur Landschaft suchst, dann guck dir das 1435 an, F4. Da ist auch der Dennis Siebert, glaube ich, viel mit unterwegs. Mhm. Das ist für Landschaft ist das eine Top-Linse und vom Preis her auch durchaus zu bezahlen. 1535 2.8, das ist... Ja, ach, siehste, warte mal. Frage unten, blende mal die Frage mit dem 14 mm Samyang ein, bitte. Ich hätte sehr gerne. Da. Macht das eurer Meinung nach Sinn? Was macht Sinn? Achso. Wenn du das als RF kriegst, dann nimmst du das RF. Ich glaube, du kriegst jetzt eins verkauft. Nein, ich will mir uns ja behalten. Ist ja gut. Ich wollte mal gucken, ob es geht. Achso, na gut. Ja, geht. Rico, es gab doch kurz mal dieses Gerücht, dass das. Nee, nicht das. Nee. Das 85er war das. Jo, gut. Alles gut. Ja, ne? Also ich würde das RF nehmen, Ben. Ja, ja. Übernimmt auch. Also ist ja eh manuelles. Also ich habe jetzt das manuelle da, ne? Das 14 mm Samyang. Weil für Astro und Landschaft kannst du das nehmen. Ja. Also er zeigt dir natürlich, klar, er zeigt dir ja die Blende nicht an, übernimmt sie aber in der Belichtungssimulation. Die ganzen Vorteile hast du nicht? Welche Vorteile? Ja, du hast normalerweise bei den manuellen Linsen, die RF bei uns sind, hast du die Entfernungsanzeige im manuellen Modus. Ah, das glaube ich nicht. Dann, ne? Sonst soll ich mal was probieren. Das habe ich nämlich tatsächlich noch nicht ausprobiert. Weißt du was? Er löst gar nicht aus. Achso, ja, alles klar. Ich weiß noch warum. Es gibt ein Video auf meinem Kanal. das habe ich auch gemacht. Ohne genau. Objektiv auslösen. Ja. Da bin ich auch gerade drauf gekommen. Aber Wahnsinn. Aber Wahnsinn, ja. Das wirklich immer mal wieder passiert. Oder? Ist krass, ja. Ne? Ich habe das auch noch drin. Warte mal, ich gucke mal gerade. Ob ich den Punkt hier schnell finde. Wo war denn das hier? Rotes Menü. Ja, bin schon drin. Auslösen ohne Karte. Wo haben sie denn das hingeschoben? Ich guck mal eben, Leute. Oder haben sie das in den Custom Functions reingeschoben? Könnte auch sein. Ich glaube, hier habe ich es jetzt nicht gefunden. Ja, Custom Functions 4.
Okay. Ja. Ja. Also wer da Probleme mit hat, so wie Rico jetzt, ne? Es gibt ja nur So, ihr Lieben, das geht ja super. Ne? Komm mal, müsst ihr nur einstellen, umstellen von quasi, ja, nee, funktioniert. Geht da. super. Da. Ja. Funktioniert. Ja. Müsst ihr natürlich manuell fokussieren. Aber gut, wenn du das in der Landschaftsfotografie nimmst oder auch eben Milchstraße, nee, passt, ist gut. Belichtungssimulation funktioniert auch super. Alles gut, geht. Ach Natürlich, so, das Geräusch Julian, finde ich der ja auch gut. fragte, glaube ich, zwecks Filter. Könnte ich es mit dem RF zu EF-Adapter nutzen, zwecks Filter? Also gibt es zur Mike mittlerweile auch einen Filter, einen Von Adapter RF auf EF? mit Inlay-Filtern, so wie bei der von Drop-in Canon? meinst du? Ja, Drop-in-Filter, genau. Nee, aber ich glaube, warte mal, aber ich glaube, die von Benro, haben die nicht von Benro von EF auf Die haben RF verschiedene, ne? Die haben den verschiedene, ja. Drop-in? Das hast Warte du mal, auch mal getestet, oder? ich habe die mal getestet. Ich gucke gerade, ob ich die hier irgendwo sichtbar liegen habe, dass ich Ja, der die. Julian sagt aber, von Mikey gibt es sowas jetzt auch, Ah, scheinbar. okay. Ja, Ja. gelernt. Ja, schön. Ja. Interessant. Aber hier ist natürlich schwierig mit Filter, ne? Also weder hast du noch Ja, ND noch sonst irgendwas. deswegen mit Es Drop-In-Filtern gibt, bist du natürlich. es gibt, aber du kommst nicht mehr mit dem 100er System hin, du brauchst einen 150er. Und Ja, dann das ist habe es ja noch. Das ich. habe ich nicht mal einen 150er, weil Das mir habe das ich auch nicht. verkauft. Das ist, macht keinen Genau. Spaß. Das Nee. macht überhaupt keinen Spaß. Nee. Ist Das halt die Problem Frage, ist wo einfach eben die Größe und der Preis. Ne, bei ja. dem. Ja. Und dann ist halt die Frage, bei den Mike, bei den Drop-In-Filtern, was es da für Drop-In-Filter gibt. Ne? Ja, ich halt von diesen Drop-In halt, ich, ja, es ist cool. Das Problem ist nur, du machst ja immer direkt vor deinem Sensor auf. Ja, auch bei Linsen, wenn ich mir jetzt eine L-Linse hole, ne, und dann mache ich das, was eigentlich am angreifbarsten ist, vorm Sensor, das mache ich auf dann. Ja. Weißt du, Ja. zwischen Objektiv und Sensor, das muss man eben wissen, ne, ob man das, ja, aber geht. Ja, ich habe ja den zum Film. Ich habe ja den ND-Filter. Der ist eigentlich zum Film, ist das wirklich. Deswegen habe ich auch noch EF-Linsen. Ne? Ja. Das ist halt immer noch ideal. Ne? Ja. Macht immer noch Den beim Film Spaß. Original Canon Drop, den Original Canon Adapter, alter Vater. Wenn Geld keine Rolle spielt, dann. Nicht richtig, aber wer mich kauft, kauft zweimal Das und stimmt, ja. ich habe da teilweise, ich hatte da damals das Samron 1530 Ja. und da wollte ich mir eigentlich das sparen, dass ich 150er Filter mitschleppen muss und habe mir den Ja, da Filter geht's. abgeholt, Ja. der deutlich günstiger ist als ein Filter Ja. im 150er Format ja, aber jetzt nutze ich sie tatsächlich nur noch zum Filmen, weil das 1535er hat ja 82er Filteranschluss. Da Ja. kommt man gut mit zurecht. Das Sam, was ich damals probiert hatte, war der das Samyang 10 mm. Das ist geil. Ein Fischei, ne, oder? Ja, nein, sie ist keine Verzeichnung. Also Boah. echt mega. 10 mm von Samyang. Ich war, was für ein RF-Mount schon? Ich glaube, das war für den RF-Mount. Das war eine Mega-Linse. Also wenn die, hatte ich nur zum Testen da. Das war cool. Gibt es einen Samyang 14 mm AF noch? Ja, gibt es auch noch. Genau. Kostet ein bisschen mehr. Ich glaube, kostet was 600, 800 Euro. Kann schon gucken, ob man es noch kriegt. Ne? Ja, und ob es funktioniert. Ja, Ob der A richtig. Aber das 85er hat ja auch noch funktioniert, ne? das hat funktioniert, ja. Das war Genau, schön. das war nämlich bei meiner, weil ich hatte ja die 6 Mark II als Vorserienmodell. Da ging es nicht. Ah, Da hat es ja. nicht funktioniert. Ja, gut. Aber. Ja, ist schön, dass sie das wenigstens dann nicht hintenrum dann abgekoppelt haben Ja. für die Leute, die. Bei der AF-Version ist auch tatsächlich die Abbildungsleistung noch mal ein bisschen besser. Ne? Kostet Ja. aber, ich glaube, es kostet das Doppelte, ne? Mit die AF-Version. Ja. Ja. Ja, ich bin ja Also sowieso. du hast auch bei dem mit der AF-Version, die haben ja noch mal die Linse ein bisschen verändert. Du hast nicht so eine starke Verkrümmung. Also die Verzeichnung ist nicht ganz so doll. Das haben sie ein bisschen besser in den Griff bekommen. Ja, jetzt haben wir schon 1,38, Rico. Oha. Ich weiß nicht, ob von den Leuten, die noch übrig geblieben sind, 49 sind noch dabei. Oha, das ist aber gut. Ob da noch welche Fragen haben, ja. Ich hatte ja auch Werft sie rein. eine kleine Umfrage gestartet, kann man ja mittlerweile auch. Da habe ich sogar 84 Stimmen drauf und 65% möchten sich keine R6 Mark II kaufen. Aber es gab auch Leute, die gesagt haben, ich hatte vergessen, die Option habe ich schon Ach so. einzubauen. Jetzt verfälschtes Ergebnis ist natürlich nicht. Vielleicht haben wir ja Jetzt, den meisten schon ja. eine, aber gut.
Ja, ist halt schwieriges Thema, ist auch ein Invest, ne? Aber Tatsächlich, ja. Darf man auch immer nicht vergessen. und wie gesagt, wenn man Hobbyfotograf ist und jetzt nicht unbedingt Tier- und Sportfotografie macht, ich glaube, Tier- und Sportfotografen haben sich auch die R6 nicht gekauft, oder? Eher Glaube nicht. ich auch. Ja, von daher. Wahrscheinlich dann die R5, auch wegen der Auflösung schon, also wegen Ja. Megapixel. Ne? Ja, von daher. Also, ob es das immer alles braucht, die Bildqualität ist bei allen mittlerweile gut. Und was Letztendlich. nützt dir die beste Kamera, wenn du kein ordentliches Tier vor die Linse bekommst, hör mal? Ja, genau. Und die Linse macht das Bild hier. Also, Froppeln können wir. Viel. Ja, Ja. genau. Ja, aber Ja. immer noch das selbe Thema. Was nützt die beste Kamera, wenn du irgendeine günstige Schärfe davor klemmst? Bringt ja auch nichts. Also. Oder so ein Schrott, ein V-Filter oder sowas, ne? Auch gruselig. Ich hatte Ja. letztens gerade auch einen Filter, ja, hier, den Vario ND von, na, sag mal schnell. K und F heißt Nein, 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 die sind ja noch Gold wert dagegen. Ach, mir ist es entfallen. Aber ich habe tatsächlich auch schon CPL und UV-Filter gehabt, ne? Die so gruselig sind, ja, dass Lila du kriegst kein Spektrum. scharfes Bild mehr her. Du kriegst Nee. kein scharfes Bild mehr. D-Fokus. Das sind Ja. alles, boah, ja, das sind alles optische Systeme. Ja, da muss man das Genau, Glas. und das macht man auch nicht. Man macht sich nicht vor eine Linse, die 2.500 Euro kostet, klemme ich mir nicht ein 10-Euro-Glas. Das Nein, geht das ist einfach nicht. Ja. ja. Warte, hier hat der Uwe noch was geschrieben. Umfrage. Der Wertverlust meiner R6 gegen eine R6 II zu tauschen war zu groß. Das ist natürlich tatsächlich so. Das hast du auch Ja, gehabt, ne? Das war tatsächlich ein ziemlich das großer Schritt. war relativ zügig, aber es wird nicht besser. Ne? Also Ja. von daher, wenn man die Entscheidung so trifft, wie der Uwe das da schreibt, dann, ja, dann ist, glaube ich, die Alternative nur aufbrauchen, bis er auseinanderfällt. Weil. Ja. Das geht heute bei Elektronik leider so schnell. Also nicht, dass er auseinanderfällt. Nee, nicht, dass er Der auseinanderfällt. Nee, aber Wechsel. das Da muss man sich auch nicht Design ärgern. Das runter. habe ich auch gesagt. Wenn du dich für eine Kamera entscheidest zu einem bestimmten Zeitpunkt, dann ist das so. Das ist so wie mit einem Auto, weißt du? Du kaufst dir ein Auto und denkst dir, super, das wollte ich haben. Und 4 Wochen später gibt es das neue Modell. Manchmal in der Ankündigung. Ja? Brauchst dich auch nicht ärgern, weil du hast ja zu dem Zeitpunkt, war es ja die Also, Kamera, wo du gesagt hast, das sind die Specs, die brauche ich, damit bin ich zufrieden, die kaufe ich mir. Fertig. und im Moment gehen die Ansonsten Preise. musst du dich jedes Jahr einmal ärgern. Ja, aber die Preise gehen auch hoch. Ne? Ich denke, wir kennen Preise werden auch bald wieder steigen. Vielleicht gehen dann Ja, auch die Kaufpreise sind wieder jetzt hoch. generell schon gestiegen, ne? Im Januar. Also für alle, die Canon hat generell wegen Rohstoff etc. Haben sie angekündigt, also 15 bis 20% Ja. Preise, Also generell bei deutschen gehen Händlern. auch Preise wieder ein bisschen steigen. Ne? Also Ja, was ja, unsere ja. Theorie Also, dann sie müssen angeht. uns ja auch irgendwie abfedern dann. Ja, genau. Die haben ja auch die gleichen Probleme wie wir alle. Da wird es leider ja, teuer. Aber mittlerweile sind die Sachen wenigstens wieder zu bekommen. Ne? Also ich denke mal Das war erst. ja noch schlimmer als mit der R7 und R10, wo du gar keine Ja. bekommen hast. Teilweise ein halbes Jahr Lieferzeit bei der R7. Ich weiß gar Das ist nicht. schon krass, ne? Ist sie raus? Hast du sie mal gehabt bis jetzt? Was denn? Die R7? Daniel hatte letztens eine mit. Sie ist raus. Daniel hatte der hat eine da. Ich habe sie mir mal angeguckt, ja. Ich werde vielleicht auch nochmal ein Review drüber machen. Mal gucken. Okay, ja, das ist ja tatsächlich für die Tierfotografen das A und O, die Kamera. Ja. Ja, gerade durch den Kopffaktor ist ja gut, ne? Da war ja tatsächlich die R10 auch schon gut, muss ich sagen. Also für den Einstiegspreis, wenn du siehst, für einen Tausender, Also also mein Bruder ist hier. viel Geld, darf ich nicht vergessen, ist viel Geld. Das ist aber auch ein Vergleich, den viele immer machen, der für mich hinkt, weil man immer sagt, ich habe vor 10 Jahren, da kam ja aber die Kamera nur so und so. Ja, klar, vor 10 Jahren hast du auch noch, keine Ahnung, guck mal, was vor 10 Jahren du im Einkaufswagen gehabt hast für das Geld, wenn du es umrechnest. Also Ja, man und muss die R10, glaube ich, mit dem von früher, was so die 70D war, vergleichen. ja. Ja, und wenn man dann überlegt, was da drin sitzt, ne, also, Zusätzlich, ja. ja, Was das Wahnsinn. gemacht hat für ein. Raw-Burst, Ja. 15 Bilder macht die auch, ne, Guck mal, für die RP, als die rausgekommen ist, hat so viel gekostet. Wie ja. die R7 jetzt. Gut, ist nicht Vollformat, aber sag ich mal vom Leistungspaket, was da drin steckt, ne? Die braucht Ja. sich ja von der Bildqualität der RP nicht zu verstecken. Und AF, also Autofokus und so, ist ja besser als. Da war die Ja. RP ja immer so ein bisschen. Ja, der ist ja immer noch, siehst du ja. Ja, Also ich läuft. habe tatsächlich, filme mich ja mit der RP, ihr Lieben. Und wisst ihr, was ich mache? Also ich mache auch meine Videos alle mit der RP. Ne, die ist permanent auf dem Stativ, die bleibt ausgerichtet bei mir hier.
Es ist nicht so, dass ich einen Augenautofokus eingeschaltet habe, sondern ich habe mir ein fixes Feld gemacht, wo ich sitze. Da ist mein Fokusfeld, damit es auch wirklich funktioniert. Ansonsten hat die echt Schwierigkeiten, auch gerade mit dem Cap so, ne? Das ist bei der RX Max weiß ich auch kein Ding. Ich gehe sofort aufs Auge. Ne? Aber bei der RP ist tatsächlich so, dass er dann manchmal... Die RP war im Film, war die grottig. Übel. Ja. Ganz klar zu sagen, ja. Nee, ich filme jetzt immer noch mit der M50 Mark II. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Ne? Ja. Boah, aber kannst mal sehen, wie weit das hier auseinander geht. Hier ist jemand, der gibt die R5 ab. In weiser Voraussicht, dass die R5 II bald kommt. Ja. Dann warten hier schon welche auf die R7 Mark II. Gut. Keine Ahnung. Ja, stimmt. Udo hat recht. Also die R7 fand er unerwartet günstig im Vergleich zum Beispiel zu RS7. Das stimmt schon. Also ich war auch, ja. ich hätte sie auch eher so im 2000er Bereich angesetzt. Ja, dachte ich auch. Also, wenn mich einer gefragt hat, ne, als sie rauskam. Specs und so ist hier auch super aufgestellt. Ja. Ne? Und von daher, das ist eine super Kamera. Da haben sie auch, glaube ich, alles reingepackt, was APS-C zu der Zeit konnte. Und das Leistungsverhältnis ist top. Ich weiß jetzt nicht, wie sie jetzt von der Bildqualität ist, aber da werden sie sich ja auch keine Blöße geben. Mhm. Und das ist halt die Wildlife-Kamera, ne? Noch dabei. Ja, bin mal gespannt. Ja, gut. Ich denke mal so, die Fragen sind alle beantwortet. Für durch die Woche sind wir gut unterwegs gewesen, glaube ich. Wenn keiner mehr was hat, oder wenn jemand noch was hat, ihr kennt unsere Kanäle. Michael hat gefragt, gibt es mal wieder ein Fotodonnerstag mit Dirk, Dennis, Peter und Rico? Ah, das wäre ja ein Fotodonnerstag. Das ist tatsächlich bei uns auch ein bisschen eingeschlafen. Ich war noch nie bei Dennis, Peter und Rico dabei, glaube ich. Warst du nicht schon mal dabei? Doch. Aber nicht mit Peter, glaube ich. Doch, einmal, doch, tatsächlich. Ja. Nee. Warte mal, gibt es den Kanal überhaupt noch? Habt ihr den noch? Wie hieß das denn noch? Das haben wir noch tatsächlich, aber wir haben es tatsächlich dann auf unseren Kanälen immer gestreamt, weil die Leute eben gesagt haben, ja, jetzt noch einen Kanal abonnieren und nur wegen dem Livestream, deswegen haben wir das wieder zurückgeschraubt und haben es tatsächlich jetzt den Stream. Es wird wahrscheinlich auch nächste Woche ein Livestream mit Dennis geben. Also da bin ich mit Dennis nochmal, mal gucken, was wir uns Nettes unterhalten, dann wollten wir mal so gucken, was haben wir uns letztes Jahr angeschafft, was ist sinnvoll noch davon und was braucht man davon, wie viel hat man es genutzt? Guck mal, meine DJI-Drohne habe ich mir extra gekauft. Zusätzlich nochmal eine, ne, die Mini 2, nur für Madeira. Ich bin, glaube ich, dreimal geflogen. Oh. Seitdem liegt sie in der Tasche. Man das ist ein schwieriges Thema, da geht man wirklich sehr nicht in die Also, ich werde sie jetzt diese Jahr auch wieder mitnehmen. Ja. Madeira, aber du musst ja so viele Anträge stellen auf Madeira, darfst ja nicht einfach fliegen. Ja, das ist ja ein Naturschutzgebiet alles und da musst du im Vorfeld musst du genau beantragen, wo du fliegen willst, in welchem Naturschutzgebiet, in welchem Zeitraum, wofür du es benutzen willst, zu welcher Zeit willst du da fliegen. Das ist so schwierig zu planen manchmal. Ne? Ja, und dann geht das Flexible auch verloren, ne? Und die Spontanität. Ja, also eben mal rausholen und sagen, ja, jetzt möchte ich hier fliegen, muss genau gucken, oh, jetzt bist du gar nicht in dem Bereich, wo du fliegen darfst, dann bist du vielleicht 100 Meter daneben und Ich weiß auch nicht, wie die darauf reagieren, setzen sie einen sofort fest. Ja, das kommt auch noch. Brauchst du nicht oder so. Aber vielen Dank, Udo. Sonst durch ist immer wieder, finden wir auch. Mit dem Zeit und mit der Zeit und dem Thema, so das ist halt, müssen wir auch mal ein bisschen überlegen. Aber jetzt war das, glaube ich, mit der R6 Mark II immer war wieder ganz interessant. Ja. Es wird, glaube ich, auch wieder ein bisschen aktiver alles auf YouTube, habe ich das Gefühl. Ne? Aber war eine ganze Zeit lang ein bisschen durstig, Durststimmung so überall. Das habe ich im Moment mit dem Fotografieren. Ich war schon echt lange nicht mehr fotografieren. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe hier unsere Praxiserfahrung nach einem Monat. Ich glaube, deine Statistik ist da draußen. Du kommst nur noch mit in einen Garten, oder? Ja, da kann ich mit dem Hund gehe ich in den Garten und eine Hunderunde gehen oder so. Aber mehr ist im Moment, es ist wirklich so viel. Es war jetzt viel Vorbereitung, auch wieder Sachen und es frisst tatsächlich so viel Zeit, auch gerade YouTube, ne? Denn aktiv mache ich im Moment nicht eine Hochzeit mehr. Ne? Also ich habe für dieses Jahr nicht eine Hochzeit geplant. Es ist tatsächlich jetzt alles auf Workshops ausgelegt dieses Jahr. Und es macht tatsächlich viel, viel Arbeit. Ne? Das ist viel Vorbereitung, ne? Das glaube ich wohl. Ne? Ja. Ein paar andere Sachen laufen noch im Hintergrund. Wie gesagt, es wird noch... du bist ja sehr umtriebig. Du musst ja gucken, dass du irgendwie, weißt du, ich kriege ja auch jeden Monat Rechnungen so, irgendwie bezahlt werden. Ja. Das Schöne, wenn ich das nebenberuflich mache, da ist das ein bisschen... Genau. Das ist nicht ganz... Aber da muss man auch gucken, dass man dran bleibt, sonst frisst einen der Algorithmus auf.
beziehungsweise ignoriert einen. Ja, tatsächlich. Ja. Das war mit den Shorts, wo ich meine Umfrage gemacht habe, wie das mit den Shorts aussieht. Das ist tatsächlich ein Problem, Leute, weil viele jetzt gesagt haben, ah, nee, jetzt nicht noch einen Short dazu machen. Ja, habe ich auch erst gedacht. Diese 60-Sekunden-Geschichten. Das Problem ist nur, Lieben, dass uns irgendwann dieser YouTube-Algorithmus nach hinten schmeißt. Ich finde es auch schwierig, in 60, ich habe ja versucht, einen Filter vorzustellen, 60 Sekunden, das ist nicht mein Ding. Ja. Aber du musst ja versuchen, die praktischen Intro, vielleicht mal für so ein Update oder so zwischendurch, aber wenn du das nicht machst, bestraft dich YouTube dafür. Ich habe ja letztens mal eins gemacht wegen dem Firmware-Update, ne? Mhm. Genau. Da schiebt dich YouTube so nach vorne für. Ja, ja. Ne? Ist tatsächlich so. Und die werden, wenn du das langfristig nicht immer mal eins zwischenhaust, sie versuchen natürlich, den klassischen Nutzer vom Bildschirm, vom Laptop, aufs Handy zu kriegen. Ne? Also viele gucken das ja, aber sie müssen sich natürlich auch gegen TikTok und was nicht noch alles gibt da, müssen sie irgendwie, ja, die müssen Marktanteile da kriegen. Ne? Und das kriegst du eben nur in diesem Hochkantformat. Natürlich ist es nervig, finde ich auch. Es ist nervig, dieses Hochkantformat auf dem PC zu gucken oder auf dem Fernseher zu gucken. Haben ja viele auch geschrieben. Aber das sowieso, aber auch für uns hier Content. In 60 Sekunden. 60 Sekunden. Das ist ja die. Ja. Das kann ja nicht mehr als nur ein Teaser sein, wenn man da inhaltlich reinpackt. Ja, also das richtige Aufdrehen eines Schraubfilters. Genau, einmal links, einmal rechts, einmal runtergefallen. Und an und aufpassen, mal wieder einpacken. Also, ja, genau. Schwierig, aber tatsächlich. Nicht, dass ich ja, natürlich legt man da ein bisschen Wert drauf, wie oft man geguckt wird und ob das überhaupt jemand sieht, was man da so alles treibt. Aber es wird kommen. YouTube wird es, du wirst es merken, dass sie dich im Algorithmus zurücksetzen. Es werden die gehypt, die weiter nach vorne geschoben, die so eine Shorts machen. Ja, ich glaube, einmal im Monat einen reinschieben musste, damit irgendwo der Kanal dann an sich wieder ein bisschen Relevanz bekommt. Ne? Manchmal ist es auch sinnvoll. Wenn ich jetzt auf Madeira bin, werde ich es auch machen, dass wir keine langen Videos zwischenschieben. Ich werde ein paar Sachen vorbereiten für die 10 Tage. Aber zwischendurch einfach mal ein paar Infos rausgeben, ne, wo wir gerade sind und so. Das fand ich gut. Das war im letzten Jahr auch gut. Haben die Leute auch cool geguckt. Dass man einfach mal so ein kurzes Update macht. Ne? Hey, hier sind wir. Sechs Teilnehmer sind schon weg. Wir haben unsere Quote noch nicht erreicht. Wir haben Rückflüge über. Ja, wir haben jetzt günstig One-Way-Tickets, aber nur Abflug von Madeira nach Deutschland. Ja, genau. Ja, aber ich weiß gar nicht, die App ist ja auch so blöd, um diese Shorts da zu generieren. Ne? Du kannst da keine eigenen Videos, glaube ich, hochladen. Doch, kannst du, klar. Ja, geht das? Ja, jetzt habe ich dir. Ich nochmal mit beschäftigt. Also ich mache das auch nicht, ich nehme sie auch vorher auf und schiebe sie dann rein. Also du kannst auch zusammenschneiden. Dann, ne? Ja, das im Einblender machen. Ja, genau. Ja, Einblender und so geht auch, das habe ich auch. Aber boah, das ist alles. Am Handy ist ja auch nicht meine Welt, solche Sachen zusammenzukloppen. Ja. Man hat ja auch den ganzen Setup und sowas habe ich auch bei mir alles auf eine Kamera also auf Querformat ausgelegt. Ja. Das ist ja, wenn du im Hochformat nochmal wieder filmst, ist nochmal wieder anders. Genau. Ja. Und die Leute sahen trotzdem gute Qualitäten. Ne? Ja. Ja, von daher würde ich sagen, wir lassen wieder von uns hören. Genau. Den Rico-Kanal, wo sie sich nicht mehr vorstellen. Ja, na dann ja auch nicht. Genau, wir werden auf jeden Fall mal wieder live gehen. Und lasst uns ein Like da, Abo hoffentlich auch. Genau. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns. Ja, schreibt uns einfach mal, welche Themen ihr denn gerne in so einem Live-Talk mal wieder hören wolltet. Wir schweifen ja doch ein bisschen ab. Ja, vielleicht mache ich mit Dirk ja auch, vielleicht machen wir ja, vielleicht können wir das irgendwie verbinden. Wenn ich ein paar Infos habe und ich darf rausrücken damit an ab einem bestimmten Thema, Datum, dann... machen wir vielleicht bei mir auf dem Kanal das nächste Mal live mit Dirk. Unterhalten wir uns, was es da Tolles Neues gibt von Canon, so wie ich das verraten darf. Ja, da bin ich ja genau die Zielgruppe für. Ne? Genau, weil du bist super empfänglich dafür. Du fragst immer gleich nach dem Link, wo kann man das bestellen? Canon sagt doch, nimm den Dirk mit ins Boot, da haben wir eine. Eine ist schon safe, eine Bestellung auf jeden Fall. Genau. Wir schreiben schon mal den Paketaufkleber fertig. Ja. Ja, gut, dann machen wir das. Ja, ne, würde mich freuen, bin ja für solche Sachen, wie gesagt, auch empfänglich. Corona hat noch gefragt, bei der R6 Mark II soll es ein 5:4 Format geben. Wo ist das? Hast du schon gefunden? Videofilm, warte, ich habe es doch hier, habe ich ja versprochen, dass wir solche Sachen gerne live dann sofort mal hier gucken. 5:4, da sind wir, warte. Wo hat das gesehen? Da muss doch beim Zuschneiden dann irgendwo sein, oder? Ausschnitt-Seitenverhältnis. So, ich zeige euch das mal eben. Das sieht so aus. Da,
beim Video, irgendwo bin ich beim Videofilm. Stopp, Videofilm sollte ich dann auch mal einschalten. Sie, hast du schon was gefunden? Es ist links. Auf der linken Seite ist es, Dirk, der Schalter. Danke. Sehr gerne. Für mehr Tipps abonniere gerne meinen Kanal. Aber hier, irgendwie Movie beschneiden hatte ich gerade. Aufnahmegröße unten. Gehen wir ganz runter. Ja. Letzter Menüpunkt unten. Ne, gehen wir zurück. Normalerweise war doch dann da. Wo ist denn jetzt? Movie beschneiden und dann. Achso, Set. Ne, aber beschneiden ja, aber wie dann? Hä? Ja, komisch, oder? Wir hatten eben noch was anderes. Warte mal, ich guck mal. Wir gucken mal. Früher kann es auch alle möglichen Sachen. Warte, es kann sein, dass ich hier erst höher gehen muss in 4K oder so. Ihr seht, wir wissen das auch nicht immer alles. Ist ja auch eine schwierige, also eine Einschaltung, die ich gar nicht so machen würde, ne? Ja. Also früher war ja tatsächlich so, dass man dann bei der R6 oder R5 dann einstellen könnte, in welchem 1:1 und solche Sachen. Genau. Kann aber sein, weil ich hier wieder, ich mache mal mein Kabel ab. Manchmal ist das dann tatsächlich, wenn man Kabel dran hat. Ja. Nee, hier habe ich es nicht gefunden. Warte mal. Das reichen wir nach. Das ist schön, wenn zwei Mann, die das haben, das hat Udo geplant, weißt du, hat gesagt, ich suche was raus, was keiner braucht und keiner findet. Am Schluss hau ich euch nochmal einen rein. Genau. Danke, Udo. Genau, vielen Dank. Ich kann mal wieder nicht schlafen. Genau. Ja, alles gut, alles gut. Wenn es Ken gesagt hat, wird es irgendwo drin sein, ist immer so, irgendwo wird man es finden. Oh, warte, hier ist noch eine Frage, der interne Konverter bei der R6. Wie sieht ja die Bildqualität aus? Ich denke mal, du meinst die Kreativmodi. Meinst du den Crop-Faktor, den internen? Du kannst ja croppen. Nee, es gibt so Kreativmodi, meint er bestimmt. Achso, das ist das hier, warte. Achso. Internen Konverter. Der Crop-Modus ist normal. Da ist einfach die Bildauflösung anders. Ne? Da hast du halt weniger Auflösung. Das war bei der R6 wenigstens so. Und dann gibt's, hast du das noch nicht gesehen? Du kannst so einen Fisheye-Effekt machen, ne? Jetzt, ja. Wer es braucht. Ja, ich beim Event fotografieren, da stehen so manche Eventspieler da so drauf. Okay. Hier muss man eben ja wieder auf Fotomodus stellen. Und da hast du. Leute, ich habe sie tatsächlich für solche speziellen Sachen noch nicht genutzt. Hier, da gibt es da unter Aufnahme 4. Zeige ich euch eben. Gibt es einen Kreativfilter? Da kann ich Körnigkeit, Weichzeichner, Fischei-Effekt zum Beispiel einbauen. Ja, muss ich euch immer. Oh, seht ihr hier so ein rummeliges Büro und ein Fischei-Effekt? Ja, also, ja, da kann man tatsächlich. Kann man machen. Da kann man. Wir haben da immer gegen angesteuert, weißt du? Das, ja, das sind nicht erst. Also. Das ist, aber das ist das, was wir ja schon vor einer Stunde mal besprochen haben. Dass man da tatsächlich, das sind so Sachen, die kommen aus dem Handy, aus der Handywelt, ne? Die jetzt die Kameras mitnehmen müssen, weil alle das irgendwie haben. Und dann kannst du schnell mal so einen Effekt machen. Der ist jetzt wahrscheinlich qualitativ nicht so wie ein richtiges optisches Fischei. Ja. Und der Udo sagt, da gibt es noch einen 1.4 und einen 2.0 Extender. Oh, Leute. Also den 1.6er, der ist klar, der ist sowieso drin. Der ist drin, ja. Warte, der ist drin, ja. Genau. Jetzt haben sie uns hier aber auf dem Recht. Ah, guck mal. Hier ich mache das RAW raus, wenn das nur im JPEG macht. Nee. Bleibt beim 1.6er Ausschnitt. Also Movie beschneiden kriege ich hin, aber ich kriege ja tatsächlich... Ein Foto. Warte. Das ist halt auch alles digital. Ich habe hier den digitalen Telekonverter, der ist jetzt bei mir in der Bildqualität. Ja, ich habe auch RAW stehen wahrscheinlich deswegen. Ja. Und da ist der deaktiviert sogar. Und da ist hier tatsächlich einfach und vierfach. Ne? Ja. Also hier.
Leute, das sind alles ganz erstmal weiß ich es nicht und ich weiß es aus gutem Grund nicht, aber ich werde es in den Einstellvideos nochmal drauf eingehen, aber das sind Sachen, die, ja, ich will jetzt nicht sagen, ich schieße nur und war, bla bla bla, aber das ist logischerweise alles Schwierig. irgendwie. Also, wo brauchst du es denn nur fürs JPEG? Ja, Ja, würdest und du ja in der Praxis, glaube ich, kaum machen. ja, Merke dass ich. du jetzt schnell mal wirklich unterwegs bist und jetzt ein Bild losschießen musst und da, du hast halt kein Tele dabei oder irgendwas. Ja. Das wird ja Bildqualität nicht zugänglich sein, sagen wir mal so. Ne? Also, das Das ist. war bei der R schon so, wenn du den 1,6er Crop reingerechnet hast, ne, dann hast du die R, die aus den 12 Megapixel nur noch 12, aus den 30 nur noch 12 gemacht. Genau, ja, das war der Also da hat Erfolg. einer beim Rechnen nachher einer nicht so richtig aufgepasst bei Canon. Ja, das ist. Ja, Ja. das sind halt so ein paar Sachen, die man in der Kamera, das kann man übrigens auch nachträglich machen über das Wiedergabemenü, da kannst du die Bilder auch schon beschneiden. Ja. Das ist halt alles für Leute, die jetzt schnell, vielleicht gar keinen Rechner dabei haben, im Urlaub und so schnell ein Bild raushauen wollen aus der Kamera und das nicht unbedingt in der Kamera bearbeiten wollen. Habe ich in irgendeinem Video schon mal drüber erzählt. Dann bearbeite ich es dann lieber im Handy, wenn ich es da übertragen habe. Von daher, Ja. das ist jetzt nicht so mein Ding. So, sind wir auch noch drauf eingegangen. Jetzt haben wir schon die 2 Stunden voll, Rico. Ne? Stimmt. Na gut. Ne? Also ihr könnt den Rico jetzt auch direkt buchen, übrigens, wenn ihr noch Fragen habt. Ne? Also so, bei mir ist das leider nicht möglich, aber der Rico hat ja auch durchaus die Kompetenzen und Ressourcen, um euch da einiges zu beantworten. Hat die Kamera natürlich auch vor Ort. Und bei dir gibt es jetzt so eine Option. Ne? Da kann man Im Onlineshop, genau. so online sich da den einen Eigenen anderen. Termin aussuchen, genau, Ja, stehen bestimmte genau, auf der Slots zur Internetseite, wenn Verfügung. er da. Ist rege genutzt, hätte ich jetzt auch gar nicht so gedacht. Ne? Es sind ganz Ja, viele, ich die sich denke dann auch auch. einfach mal so ein. Es ist halt einfach dem geschuldet, das hatte ich ja im letzten Video schon gesagt, in einem der letzten Videos. Also du kannst halt auch nicht. Ich freue mich über E-Mails, das ist alles gut, aber manche haben wirklich so viele Fragen, die sie natürlich dann in eine Mail packen. Ne? Wo ich vielleicht. Also ich habe letztens eine Mail beantwortet, die habe ich tatsächlich, um alles rauszusuchen, auch. Um das Vernünftige habe ich eine Stunde dran gesessen. Ja, und das ist halt eine Stunde, wo ich nichts anderes machen kann. Die mir auch Ja. keiner bezahlt. Ne? Das ist halt, es ist leider so. Ja, und wenn Ich es mir leid tut. Kurze Sachen auch per E-Mail oder per beantworte ich gerne, ne? Alles, was raussuchen muss. Aber es gibt halt wirklich so Sachen. das auch raus und wenn ich antworte, will ich auch mit Hand und Fuß beantworten und nicht bla bla. Genau, ja. Da suche ich dann Sachen auch raus, weil manchmal denkt man, oh, boah, das ist interessant, Es man will. manchmal auch im Filterbereich, dass die Leute sagen, pass mal auf, ich habe den und den von dem und dem Hersteller und ich habe das Objektiv und kürze, dann habe ich den und den Adapter, wo die habe ich auch nicht alle 100% auf dem Schirm. Na, dann muss ich auch im Netz mal gucken, vergleiche die und dann kann ich natürlich sagen, ja, pass auf, du könntest das nehmen oder das passt oder das würde ich lieber lassen. Ne? Aber das sind halt Sachen, die echt viel Zeit in Anspruch nehmen. Ja, Ne? da geht es auch Ja. ziemlich ans Eingemachte. Das machen wir gerne, aber das können wir auch Ja. nicht mehr leisten. Von daher hat Ja. Rico dieses Format, finde ich auch ganz toll, weil auch das ist trotzdem auch eine Bereitschaft, da nochmal tiefer gehende Informationen sich zu holen. Und Rico opfert da seine Zeit, das ist eine super Sache. Guckt mal auf der Internetseite, findet ihr die Zeitfenster, die ihr da buchen könnt und alle weiteren Informationen. Wir versuchen trotzdem hier noch regelmäßig Content zu produzieren und würden uns freuen, euch beim nächsten Mal wieder zu Genau, ihr sehen. Lieben. Lasst dem Dirk mal jetzt unter dem Stream einen Daumen hoch da. Wenn ihr das noch Ja. nicht getan habt, dann schreibt Ja. zusätzlich für den Algorithmus noch einen Ja. netten Kommentar. Toller Stream. Dirk hatte wieder eine tolle Verschärke an und das Blau im Hintergrund gefällt mir sehr gut. Oder Hey. schreibt irgendwas rein. Und wie die Verrückten gesucht haben nach dem Konverter, den sie suchen. Ja, genau. Ja, nee. Genau, ja. Schreibt das gerne rein, ist immer gut für den Algorithmus. Ne? Genau, freuen wir uns wirklich drüber, dass unser Applaus für Genau. das so machen Das und hast du aber schön gesagt. Das ist unser oh, Applaus. Das hast du ne? schön gesagt, oder? Genau. Lass uns ein T-Shirt davon machen. Euer Kommentar ist unser Applaus. Ja. Perfekt. Welche Die Größe brauchst du? solche Sachen nochmal registrieren lassen. Ja, genau. Ja. Aber ja, habe ich das in 5 Minuten ist es raus. Da muss ich beeilen. In diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke, Rico. Aber hat Spaß Ich danke gemacht. dir, Dirk. Es hat mir auch wie immer Spaß gemacht. Ihr Lieben, Mach's schönen Abend euch gut. allen noch. Schönen Bis Abend. dahin. Schöne Restwoche bis dahin. Genau. Tschüss. Ciao.